Herzlich willkommen zum Hack the Planet Podcast mit Daniel Kirstenpfarr vom Schrankmonster Blog. Und mit Andreas Heil vom Hack the Planet Blog. Und heute mit aktuellen Themen, zum Beispiel der alten Mailbox von Daniel und der Corona-Datenspende-App vom RKI. Und einen Alarm. Und einem Alarm, genau. So, der Alarm wäre nämlich, dass wir die Zeit für den Jingle lang genug haben. Ah! Ja, und schon wieder ein Alarm. So, wunderbar. Ja, Daniel, jetzt haben wir es mal geschafft, in weniger als 4 Wochen die zweite Aufnahme zu machen. Ja, das ist wirklich sehr gut. Die Situation scheint sich ja doch ein bisschen, man hört es immer so, wenn du twitterst, scheint sich ein bisschen mehr zu normalisieren. Genau, wir haben jetzt wieder 3-mal die Woche zumindest einen halben Tag Kindergarten. Das ist, also man kann sich das nicht vorstellen. Es ist unglaublich, was man geschafft bekommt, wenn die Kinder auch nur einen halben Tag betreut sind. Ja, also da kriegst du aktuell die Arbeit von einer kompletten Woche weggearbeitet. Ja, Produktivität erfahren ist was Schönes. Ja, also konzentriertes Arbeiten am Stück ist schon mal tatsächlich was Besonderes. Also man hört es wahrscheinlich auch, die Soundqualität, die müsste signifikant besser geworden sein. Ja, ist sie. Ich hab auch schon gestaunt. Das erste Geräusch, was ich von dir gekriegt habe, den ersten Ton, das war schon echt direkt viel besser als das letzte Mal. Genau, also ich verwende jetzt auch tatsächlich das Setup, was ich ja für die Vorlesung verwende hier. Also ich hatte ja auch das zweite, wer es ein bisschen verfolgt, das zweite Makeover. Genau, wir sind eigentlich auch schon so bei dem ersten Thema, was wir noch gar nicht aufgeschrieben hatten. Das ist das zweite Makeover vom Arbeitsplatz. Ich hatte ja von so einem ganz klassischen, schnöden Schreibtisch mit Büchern, habe ich ja inzwischen auf einen höhenverstellbaren Schreibtisch, jetzt mit Custom-Made Traverse im 80er Synthwave oder Retrowave-Look mit dem kompletten Streaming-Equipment und einem neuen Mikrofon, also was ja aus dem Projekt, aus dem Forschungsprojekt erstmal entstammt, weil ich habe es ja zufällig im Homeoffice. Und dann dachte ich, testen wir das auch mal für den Podcast, ob sich so eine Anschaffung für mich auch persönlich dann irgendwann lohnt, wenn das dann irgendwann ins Büro wieder wandert. Ja? Mhm. Und da scheint alles so eigentlich ganz gut zu funktionieren. Und das Investment war ein, also gibt es denn einen Blogartikel, der das protokolliert? Der kommt noch. Also ich habe jetzt nochmal, also 2 Dinge stehen noch auf der To-Do-Liste. Das sind tatsächlich ein schönen Blogartikel über dieses komplette Makeover zu schreiben, auch mit der Hardware. Mhm. Vielleicht auch mal, was ich dann im Stream bespreche und wird das nochmal festgehalten, dass man weiß, also Hardware etc. Ja, und die Tage war ich aber tatsächlich ein bisschen beschäftigt. Wir hatten ja, also es neigt sich ja das Semester gegen Ende und wir hatten jetzt diese Woche den Abschluss von einem Kurs, den wir gerade hatten, also Projektmanagement Tools heißt es bei uns. Da haben wir innerhalb von einer Woche den Studierenden Scrum beigebracht, also mit richtigen praktischen Übungen. Ne? Die mussten dann angefangen von der klassischen Anforderungsanalyse hin zu Stories für Scrum, mussten die das wirklich mal praktisch alles machen. Übrigens haben wir dann eine Corona-Warn-App und eine Datenspenden-App designt. Ja, sehr gleich das Thema. Und genau, das war da zufällig auch. Und jetzt auch die letzten Vorlesungen. Also ich habe ja noch so eine, hatten wir das letzte Mal drüber gesprochen, die Betriebssysteme-Vorlesung. Und da waren jetzt gerade Filesysteme dran. Da ist jetzt auch am Dienstag die letzte Vorlesung. Und auf Wunsch der Hörer und auch aus dem Stream habe ich jetzt gesagt, ich packe die alten Vorlesungen, also alten in Anführungsstrichen, ne, die ganzen Einheiten auf YouTube, auf meinen eigenen Channel. Und da sind jetzt so die ersten Einheiten abrufbar. Genau. Und da war ich eigentlich die letzten paar Tage ordentlich damit beschäftigt. Ich habe es ab und zu mal aufploppen sehen als Notification, dass du live bist. Und ich habe ab und zu mal gesehen, dass wollte klicken und habe immer Arbeit gehabt. Immer nicht, keine Zeit gehabt. Heute habe ich Zeit, dann machst du keine Vorlesung. Oder machst du heute noch eine? Ja, um 14 Uhr ist da meine klassische Office Hours, also die Sprechstunde, was ja so inzwischen so ein bisschen Just Chatting geworden ist. Und ich hoffe, dass ich dann bis nachher auch das Kamerasetup am Laufen habe. Genau, das ja, ist ab 14 die Umbauarbeiten sind ja auch geplant. Der Grund. Das letzte Mal haben wir ja mit Kamera gemacht. Das machen wir das nächste Mal auch wieder. Also auf jeden Fall zielen wir da drauf. Ja. Genau. Es gibt trotzdem so eine Aufzeichnung. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen vielleicht auch über manche Sachen sprechen. Da kann man die dann jetzt hier auch mal mit reinpacken. Oder zeigen, auch visuell zeigen. Also ich habe den Stream angemacht, aber so generell ist das jetzt erstmal noch Beiwerk und ich glaube, wir experimentieren da auch noch mit. Genau. Aber also die schauen Traversen, wir mal, was am meisten Sinn macht. Ja. Die Traversen, was ich mich gefragt habe, als ich das gesehen habe, ist, wie führst du die Kabel?
Also tatsächlich ist so, ich habe aktuell, da ich nur die Webcam oben an draufstehen habe, das Kabel hängt noch runter. Was ich letztendlich mache, da bin ich gerade am Schauen. Also die Kabel werden nachher einfach per Kabelbinder, also so Klettverschlüsse, mache ich die nachher an die Traverse ran. Das war mir dann aktuell dann doch zu viel Eck, da noch Löcher reinzubohren. Ich werde ja irgendwann nochmal bürotechnisch umziehen im Homeoffice. Das wird ja noch ein Jahr oder zwei dauern. Und dann werde ich das alles nochmal demontieren müssen. Und dann überlege ich mir nochmal, ob ich vielleicht Löcher in die Traverse reinbohre. Also gehen würde es, weil die Rohre sind ja so Stahlrohre, die sind hohl. Genau, habe ich mir gedacht. Und dann muss ich das vielleicht alles auch nochmal komplett neu lackieren. Aber Weil, Stahlrohre bohren, geht das so einfach? Ich meine, ich habe keine ja Ahnung klar, davon. Metallbohrer und dann gib ihm, das funktioniert. Die sind, welchen Durchmesser haben die? Hast du gesagt? Die haben so 30 irgendwas Durchmesser. Es sind das Quer- und die Senkrechtrohre. Das sind so diese, also das sind keine Wasserrohre, was ich genommen habe, sondern das sind diese Rohre, wo man tatsächlich auch so Industriemöbel oder eben auch Traversen oder auch solche Halterungen für Banner oder so Geschichten baut. Da gibt es so Füße, wo man das an den Tisch montieren kann. Ne? Jeweils mit so einer M8-Mutter oder vier M8-Muttern ist jedes Rohr da montiert. Und das mittlere, das ist dann so ungefähr 45 mm im Durchmesser, das Rohr, ist ein bisschen stabiler. Da hängt jetzt auch der Monitor dran. Da habe ich auch nochmal aufgerüstet auf den 4K-Monitor. Und er ist dann mit einer Weserhalterung dran. Also das ist lange noch nicht fertig und die Kabel kommen dann alle noch in so Kabelrohr rein. Da bin ich gerade noch so ein bisschen am Recherchieren. Ich habe jetzt dann, die Kinder haben ja meine Schreibtischunterlage angenagt. Das war früher so eine IKEA-Unterlage. Die waren früher noch richtig hochwertig, so mit Metall drin. Und da war dann so Kunstleder drauf und die Kids haben es halt, oder das eine Kind hat es abgenagt. Und dann Abgenagt. ist, Gib ja, dem Kind doch was zu essen. die Kante vorne und dann hatte ich Ah, jetzt okay, gestern klar, auch ist nochmal. natürlich die richtige Höhe, ne? Ja, Ja, absolut. logisch. Da ist genau die Höhe vom Mund vom Kind. Und da habe ich gestern nochmal aufgerüstet auf so eine Razer. Eigentlich ist es, glaube ich, so eine Gaming-Unterlage. Die ist so 90 cm breit und 30 tief. Hat natürlich, wer mich kennt, weiß das ja schon, RGB-Beleuchtung drumherum. Ist aber, also die ist so weich und also A von der Maus ist super gut, dann die Tastatur ist wesentlich leiser, weil das halt wegpuffert und halt angenehmer auf dem Tisch. Ja, weil das ist jetzt auch so eine professionelle oder Industrie-Schreibtisch, nicht Industrie, wie heißt das, eine richtige Schreibtischplatte eben, die auch so Epoxidharz beschichtet ist. Und dann klackert das natürlich unheimlich. Und das war jetzt so, das gestern noch kam. Und der Rest kann jetzt alles so nach und nach noch. Das ist jetzt ja eher so Tweaking, weil ab jetzt kann man ordentlich dran arbeiten. Jetzt ist alles da. Braucht das jetzt, du hast das direkt auf den Tisch geschraubt, ja? Das braucht jetzt auch nicht mehr Platz. Im Grunde kriegst du den Schreibtisch jetzt komplett frei eigentlich. Genau, jetzt liegt halt, unten liegt jetzt halt ein USB-Hub rum. Bei mir steht noch der Drucker drauf. Die Alexa steht da noch. Dann halt die ganze, also viel von dem Hardware-Zeug steht noch rum. Der Vorteil ist jetzt aber, mein Laptop steht jetzt quasi unter Monitor, weil ja der Fuß wegfällt. Ja. Und ein paar Sachen sind noch da, aber zum Beispiel habe ich jetzt da noch so eine Halterung fürs iPhone, wo ich dann quasi von oben aufnehmen kann, wenn ich da mal irgendwas so hardwaretechnisch mache. Oder auch das Mikrofon ist an einem Ständer. Ich weiß gar nicht, wie heißen die? Boomarm heißt das, glaube ich, auf Englisch, ne? Wo man das Mikrofon so reinziehen kann, das ist jetzt rechts und links. Ich habe ja bei mir auf dem Instagram-Account, das sind auch ein paar Bilder, die ja permanent auch bleiben. Wo das komplette auch mal dokumentiert ist, wenn das interessiert, der kann sich das da ja auch mal noch nachträglich anschauen. Also das war so Hardware-Makeover und Schreibtisch-Makeover. Irgendwie muss man diese Corona-Zeit auch, ja, das kompensiert ja jeder ein bisschen anders, ne? Die einen futtern sich 20 Kilo an und ich habe halt zweimal Makeover von meinem Arbeitsplatz gemacht. Ja, das Aber Produktivste ist wahrscheinlich der Schreibtisch. Vor allem auch besser so für Rücken und gesamte Gesundheit. Es sei denn, man schneidet sich dabei, das wäre bei mir die Gefahr. Sobald ich irgendwas Handwerkliches mache, ist Verletzungsgefahr groß. Kommen wir Ja, gleich später noch zu. da habe ich ja Glück, ne? Also das habe ich ja so halbwegs drauf, ja. Nach dem ganzen Hausbaugedöns habe ich ja ganz viel gelernt, was das angeht. Und
Ja, einmal ein Haus gebaut, offensichtlich, scheint zu helfen. Naja, das hilft absolut. Da kann man sich auch beim zweiten Mal überlegen, was man alles selbst macht. Dann ist nicht mehr die Frage, ob man das kann, sondern wie viel Zeit man da investiert. Und wenn du das alles mal gemacht hast, dann kannst du auch sehr gut abschätzen, dieses Buy or Make. Ne? Also mache ich das selbst, weil ich plötzlich weiß, wie viel Zeit das kostet. Lasse ich es vielleicht doch von einem Profi machen, weil der es vielleicht in einem Bruchteil der Zeit hinbekommt. Das ist ja ganz oft, ne, auch in der IT, so diese Abschätzung, ob man was selbst macht oder machen lässt. Ja, aber damit habe ich so die letzten paar, sag ich mal, Abende immer verbracht, wenn der Nachwuchs im Bett war. Ja, und da lässt sich jetzt erstmal arbeiten. Und also ich bereite mich ja seelisch auch schon auf dieses Wintersemester vor. Viele Hochschulen haben wir schon angekündigt, sie machen das digital. Na, da bin ich mal gespannt, was kommt. Und ich weiß gar nicht, ob man, ob das reinpasst. Ich habe heute Morgen gerade eine Studie gelesen noch, oder überflogen erstmal. Ich wollte mir die noch genau durchlesen. In Nature wurde die gerade veröffentlicht, dass wohl bei diesem ganzen Virus Corona-Gedöns, ja, anscheinend nach 2 bis 3 Monaten die, was sind das, Antikörper nicht mehr nachweisbar sind. Das will jetzt ja nichts heißen, ja, weil Antikörper ist ja nur so ein Teil von diesem Immunsystem. Aber ich muss mal jetzt mal genau nachlesen, ob das bedeutet, dass man da vielleicht wenn man krank war, die Immunität verliert. Und wenn das so nach 2, 3 Monaten schon ist, dann das ist ja suboptimal, ne? Weil dann geht ja da diese ganze Geschichte, bis wir einen Impfstoff haben. Ja, aber selbst wenn du einen Impfstoff, also hieße das dann was anderes? Keine Ahnung. Kenne ich mich nicht mit Na aus. dann, ja, also wie gesagt, ich bin kein Biologe, oder Virologe. Das Beste, mit dem ich mich auskenne, sind Computerviren und das auch nur, wie man die am besten vermeidet. Ja, also bleibt spannend, die Geschichte. Also innerlich rüste ich mich momentan und bereite mich auf so nochmal ein Online-Semester vor, weil dann fällt es definitiv einfacher, wenn man doch Präsenz mit den Leuten was machen kann, als andersrum, ne? Wenn du dich jetzt vorbereitest, alles auf, wir machen das on-site später an der Hochschule und dann heißt plötzlich, nee, das Wintersemester ist nochmal digital. Also sagen wir so, ich bin aufs Schlimmste gefasst. Aber du hattest ja ohnehin gesagt, dass du da so eine Mischung machen willst, zukünftig auch, oder? Du willst doch Ja. das nicht jetzt komplett dann wieder Präsenz machen. Nee, also es gibt manche Dinge, also gerade auch so Labore, also Labore im Sinne von, das sind bei uns da Praktika. Und die machen durchaus Sinn, Ja. dass wir das vor Ort machen. Ne? Zum Beispiel, ich habe auch was das Agile angeht, wir machen ja DevOps, wir machen im Projektmanagement machen wir sehr viel von diesen agilen Methoden. Und da habe ich sehr viele Übungen, die kannst du aber, das sind Übungen, die machen nur Sinn, wenn du vor Ort bist. Ja? Das fängt an mit, wir machen eine Übung mit Lego. Das kannst du virtuell nicht machen. Ne? Wir machen Übungen mit diesen Post-it-Zetteln, die du an die Wand klebst. Und das sind Erfahrungen, die musst du in Person machen. Ja? Also das ist als du kannst online keinen Kuchen backen. Ja? Das ist eigentlich das Gleiche. Du kannst vielleicht ein Video machen, wie es geht, aber das nochmal in Person mit einem Coaching zu erfahren, ist einfach was komplett anderes, als wenn dir das jemand halt in Video erzählt oder auch nur online erzählt oder über, was ich, so die Tonspur erzählt. Aber so ein Online-Workshop könnte ich mir doch vorstellen, dass der doch funktioniert. Ich meine, jetzt nicht mit Hardware zusammenstecken und so, aber so grundsätzlich. Manche Dinge ja. Aber also das ist jetzt mal so vielleicht Der Aufwand, den stelle ich mir viel größer vor, als das in so einem Raum zu machen. Ich glaube, ja. eine Erfahrung, also die wir jetzt gemacht haben, da habe ich auch schon ein bisschen Feedback von den Studenten eingesammelt. Gerade wenn du was lernst. Also wir haben jetzt zum Beispiel ein richtig gutes Projekt gemacht, wo die Studenten über das Semester was entwickeln. Und ja, sie können dich anchatten und sie können dich antelefonieren und ja, wir machen Videokonferenzen. Aber es ist einfach nochmal anders, wenn die dich mittags in der Mensa treffen und schnell was fragen oder mal vorbeikommen und dir was zeigen. Das ist eine andere Unverbindlichkeit, als wenn du jetzt einen Termin für eine Telco ausmachst. Und selbst wenn wir jetzt Tools genutzt haben, wo ich gesagt habe, da könnt ihr mich immer anchatten, bis du es geschrieben hast, das ist einfach nochmal anders, als wenn du dich bei den Leuten, ne, die kommen mit ihrem Laptop, sagen, ich habe da das Problem, du erklärst denen das, du zeigst denen das, das ist nochmal was ganz anderes. In der Lernphase. Ich glaube, wenn du das lange gemacht hast, also du hast ja auch schon viel online gearbeitet, remote gearbeitet, das ist nochmal anders, wenn du da eine gewisse Erfahrung, eine Routine drin hast, als wenn du
da drin gar keine Erfahrung hast. Ja, das ist, also der Vergleich hinkt jetzt, aber ich stelle mir das schon ein bisschen vor, stell dir mal einen Chirurgen vor, der operieren lernen soll. Klar kannst du das mit Roboter und Telemedizin machen, aber ich glaube, es ist nochmal eine andere Geschichte. Okay, kann ich nachvollziehen, Wenn du deine Finger da drin hast und irgendwas ertastest. Also, ne, Beispiel hinkt, aber ich glaube, das ist richtig bildlich, kann man sich das vorstellen. Und das sind halt so diese praktischen Erfahrungen. Und der Mensch ist ja doch visuell und haptisch. Das gehört alles ein bisschen mit rein. Und das fehlt dann doch. Und du merkst es auch bei dem, was rumkommt. Also die haben alle geackert und sehr viel gearbeitet. Das hat man auch gesehen. Aber du siehst einfach, wenn du mit jemandem sprichst, hat er es verstanden, hat er es nicht verstanden. Das kommt in einem Chat nicht rüber. Ne? Und wenn du die Leute jede Woche quasi, also auch nicht über Videokonferenz? Nee, auch nicht über Videokonferenz. Mhm. Das ist diese Körpersprache. Ne? Also auch wenn du nur das Gesicht hast. In der Telco kann dir jemand erzählen, was er gemacht hat. Auch in der Videokonferenz, was er gemacht hat. Das kann jetzt stimmen oder nicht stimmen. Wenn du Angesicht zu Angesicht mit deinem Team da stehst und was erzählst, es hat einen anderen Effekt. Es ist ganz, ich bin kein Psychologe, ich kann das ganz schwer beschreiben. Vielleicht kennt sich da der ein oder andere auch besser mit aus, der kann es in den Kommentaren mal hinterlassen. Aber es ist tatsächlich in Person nochmal ganz anders. Aber auch diese ganze Hochschuldidaktik, die beschäftigt sich auch damit. Und trotzdem, wir machen die Umfrage, was die Studierenden gerne hätten an Online-Ressourcen. Und wir wollen, also um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, wir wollen so einen Mischbetrieb schon machen. Bei vielen Vorlesungen macht das Sinn. Deswegen, also ich hatte ja auch bei der Umfrage gefragt, Leute, wollt ihr die Betriebssystemvorlesung online? Die ist, also A, ist die just in time entstanden. Die ist qualitativ nicht so, wie ich mir das eigentlich final wünsche. Mhm. Dann war die online, ne? Dann bist du mit den Medien, also mit dem Chat und so, nicht am Anfang noch nicht so geübt gewesen. Und trotzdem habe ich gesagt, ich stelle die jetzt online, dann können die sich das, oder wer da Interesse dran hat, kann das anschauen, kann das ergänzen für irgendwas benutzen. Im Optimalfall bekomme ich noch konstruktives Feedback und kann das verbessern für die Zukunft. Und ich glaube, das macht so eine Mischung aus und das macht, ich glaube, das ist auch diese ganze Digitalisierung. Ja, also man muss den richtigen Grad rausfinden, wo macht es Sinn und was ist so richtig geil, digital und online, ja, und wo musst du vielleicht doch irgendwas machen, wo du mit Menschen sprichst und schauen wir mal, wo das Ganze hinführt. Ich könnte mir vorstellen, dass eines der Sachen, die man da lernt, also auch als Studierender, ist, dass sich das lohnt, einfach mal was zu machen. Also das, was du gerade beschreibst, ist ja, obwohl es nicht perfekt war, obwohl du wusstest, es wird nicht perfekt sein, hast du einfach mal angefangen. Genau. Und ich glaube, das unterscheidet viele erfolgreiche IT-Projekte oder auch Ideen, die man hat, zwischen eine Idee haben und es dann tun, da liegt nochmal eine große Welt. Und ich glaube, das ist eines der wichtigen Dinge, die ich gelernt habe im Leben, dass es halt einen Unterschied macht zwischen eine Idee haben und die Idee umsetzen. Oder zumindest versuchen, sie umzusetzen. Und das ist ja jetzt auch in dem IT-Kontext extrem wichtig. Ich meine, wie oft hast du auch von bekannten Kollegen in so Unterhaltungen, habt ihr euch über, also ich weiß nicht, ob du das selber hattest, ich habe mich häufig über Ideen unterhalten oder Sachen, die ich gerade gemacht habe. Und dann kam häufiger mal so ein Kommentar wie, ah ja, die Idee hatte ich schon viel früher oder sowas. Also im Internet ist das ja auch bekannt, ne, dass man das so mal als Feedback, als Kommentar kriegt. Ja, das gibt's doch schon lange oder so. Der Unterschied ist halt, der eine hat es halt gemacht, der andere nicht. Und das sehe ich auch. Ich weiß auch noch, das war auch die Überlegung damals mit dem Podcast, aber so, wir hatten ja hardware-technisch eigentlich null Ahnung. Wir hatten ja Glück, dass wir noch so einen Tipp bekommen hatten für so eine Grundausstattung, aber wir haben gesagt, wir machen es einfach mal. Wir gucken mal, wie gut oder schlecht die erste Episode wird. Und inzwischen macht das auch Spaß. Und ich möchte auch mal sagen, also bei mir zum Beispiel, die komplette Vorlesungsgeschichte und auch das Streamen, das hätte jetzt nicht so geklappt, hätten wir zum Beispiel den Podcast nicht gemacht. Und auch das Streamen, ne? Ich habe halt gesagt, Gott, ich mache das halt mal. Ne? Wir machen halt mal die Vorlesung und gucken, was passiert. Und auch zum Beispiel im Artikel in der Süddeutschen war ja ein Teil oder eine Frage im Interview war ja, wie man denn so mit dem Chat da umgeht. Und dann habe ich gesagt, ne, keine Ahnung, also bisher hält sich das gerade in diesen Edu-Streams, also sehr
Im Rahmen, ja, also du musst ja selten einen aus dem Chat rauswerfen. Ich hatte es jetzt zweimal in den ganzen Vorlesungseinheiten, die ich hatte, wo sich wirklich einer daneben benommen hat. Also es reguliert sich oft von selbst, auch ohne Moderator. Und die andere Geschichte ist einfach, dass man muss das halt mal probieren und machen, ne? Und dann kriegt man halt die Routine da ein bisschen raus und hat nicht immer geklappt. Ich habe jetzt auch gerade, wo ich die Videos gemacht habe, also nachbearbeitet habe für das YouTube, habe ich gesehen, was da alles falsch ist. Und YouTube auch, ne? Ich habe mir doch so ewig lang gedacht, soll ich das da online stellen und. Habe ich auch gedacht, komm, mach. Ist doch egal, wenn es nur 5 Leute angucken, dann hast du 5 Leute glücklich gemacht. Mhm. Ja, und das ist bei vielen Sachen so, wo man einfach mal so ins kalte Wasser springen muss und dann. Ja, was passiert im schlimmsten Fall? Im schlimmsten Fall klappt es nicht. Ja? Und das ist aber vielleicht gerade, also das unterscheidet vielleicht auch so, sag ich mal, das Unternehmertum in Deutschland von anderen Ländern. Dieses, ich mache mal einfach was. Ich glaube, wenn du gerade mal die USA nimmst, ich meine, es ist auch von den Umständen her einfacher, da zum Beispiel an Geld zu kommen, ne, wenn du sagst, ich habe da eine Idee. Aber dieses, ich mache mal einfach irgendwas, das wird da eher gemacht als hier. Ich glaube, hier ist die Mentalität, alles, was du machst, muss funktionieren, also 100%. Ne? Und ich bin irgendwann mal so hingegangen und habe gesagt, okay, wenn ich 100 Dinge mache, dann müssen 51 klappen. Dann haben nämlich mehr Sachen geklappt, als nicht geklappt. Ja, und das ist so, ich glaube, mit der Mentalität machst du mehr, probierst mehr aus, klar, hast auch mehr Fehlschläge, aber dann ist es auch nicht so schlimm. Ne? Ich kenne das auch noch aus der, sag ich mal, aus der Studienzeit, wo ich Kommilitonen hatte, da hat immer alles klappen müssen. Ne? Das 100% musste perfekt sein. Und ich habe gesagt, oh, ich probiere halt, und wenn es halt nicht klappt, dann Bewerbungen ist das Gleiche. Ne? Schreibst halt mehr Bewerbungen, also kleiner Tipp an alle, ja, bewerbt euch nicht nur auf eine Stelle, sondern bewerbt euch auf mehrere Stellen, ne, oder auf viele Stellen. Und ihr werdet dann plötzlich merken, ihr bekommt vielleicht sogar mehr Zusagen als Absagen. Ja? Also es muss ja nicht jede Bewerbung eine Zusage sein. Mhm. Also. Ja, da, ich glaube, dass, was ich vorhin meinte, dass das jetzt dieser Geist, dass du sagst, okay, jetzt mache ich es halt mal, jetzt probiere ich es mal auch auf die Gefahr, dass das scheitert. Das ist tatsächlich der einzige Vorteil, den ich identifizieren würde zwischen dem einfach der Mindset, der sich um das Scheitern dann dreht. In Deutschland ist das, wenn du scheiterst, ist sozusagen dein persönliches Scheitern. Ja, dann brauchst du auch nicht nochmal probieren, egal was. Weil du bist ja schon gescheitert. Du bist ja ein gescheiterter Mensch. Also weißt du, was ich meine? Und das ist wenn du ein Unternehmen gründest, ist das oft so in Deutschland, dass das gesehen wird. Hat ja einmal nicht geklappt, der wird schon seinen Grund haben, ne? Ich glaube, ist ja in unserem Insolvenzgesetz ja irgendwie, oder wie das heißt, auch mit drin. Wenn du einmal so eine GmbH gegen die Wand gefahren hast, dann glaube ich, wirst du für 10 Jahre gesperrt. Also kenne mich da nicht ganz genauso aus, aber da war irgendwas in der Richtung. Und wenn du das mit anderen Ländern vergleichst, da kannst du quasi jeden Tag eine neue Firma aufmachen oder Unternehmung aufmachen und kannst halt viel mehr ausprobieren. Ja, also klar, der Schutz etc., auch für die Partner und Kunden, das macht ja alles Sinn. Aber ich glaube, da werden einfach viele Ideen erstmal im Keim erstickt. Da sage ich aber, zum Glück muss ich mich dann nicht so viel auseinandersetzen mit. Ich bin Informatiker, es gibt dann Spezialisten, zum Beispiel auch bei uns an der Hochschule, so mit Entrepreneurship, die sich damit wesentlich besser auskennen und das auch, sage ich mal, hauptberuflich machen. Ja, 5-Jahre-Frist ist das, glaube ich. 5 waren das, okay. Ja, da gibt es Riesenlisten davon. Tatsächlich ist es auch im Risikokapitalbereich ist es auch so. Also da auch aus eigener Erfahrung ist es bei amerikanischen Investoren eher so, dass das als Vorteil gesehen wird, weil du ja schon weißt, wie es nicht geht. Genau. Da musst du den Fehler nicht mehr machen. Und wenn dir das zugetraut wird, dass du in der Lage bist, einen Fehler nicht nochmal zu machen, dann ist das schon ein Vorteil für dich. Es gibt ja auch Menschen, denen man zutraut, den Fehler nochmal zu machen, aber. Genau, ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast schon mal besprochen hatten, aber das war tatsächlich mal eine Erfahrung, die ich gemacht hatte in Palo Alto, wo ich auf einer Konferenz war. Da saß man in einem kleinen Café drin und da saß nebendran, saßen so 3 Leute, die oder 2 waren das, glaube ich, und die haben so irgendwie ein bisschen geredet. Und also es ging da tatsächlich um 5 Millionen Dollar, das hat man rausgehört. Mhm. Und
die Idee oder so, um was es da ging, das haben wir so nicht wirklich verstanden gehabt. Ne? Es war auch also tiefstes Amerikanisch, was da gesprochen wurde. Aber was wir dann am Ende mitbekommen haben, wo dieser eine Typ gemeint hatte, sie kriegen das Geld. Ja, und der andere hat gefragt, warum? Hat gemeint, na, ihr habt ja den Fehler schon mal gemacht, ihr werdet den kein zweites Mal machen. Und das haben die also an einem Kaffeetisch, ne, so, das war jetzt auch nicht irgendwie so mit NDA die haben da halt drüber gesprochen und das hast du mitbekommen. Und wir saßen da neben dran und uns damals echt die Kinnlade runtergefallen. Also, was da ablief. Ne? Und so, also ganz klassisch dann so per Handschlag und dann, ja, haben sie da mit Kreditkarte bezahlt und sind da raus. Also So wird schon. das gemacht. Ja, So wird das gemacht in Palo ja. Alto. Siehst mal, wo sie Ja. hingeführt hat. Ja, gestern ja. Naja. Gut. Ja, Magst du also mal das. auf unser gemeinsamen Tool hier da deine YouTube-Kanal damit reinpacken? Ich habe den nämlich gerade per Suche nicht gefunden. Wenn ich Prof. A. Heil eingebe, kommt nichts. Ja, den tatsächlich ist das so. Das ist ein Graus, das ist ja wieder so ein YouTube-Scam. Du brauchst ja, glaube ich, 100 Abonnenten, dass du eine Custom-URL bekommst. Bis Ach dann toll. ist deine URL komplett geheim. Ich guck mal, ob Also ich die jetzt hier. zufallsgeneriert so U, C, Das B, ist. L, F, Q, Ja, H, irgendwie sogar, so. genau. UC, das stimmt sogar. Copy-paste es Ich einfach pack die rein. mal. Ja, einfach auf Ich. das Ding hier dann. Ach, du hattest den schon offen, ne? Aber. Na? So, wir testen das hier gerade. Nee, du musst das erst da in das Fenster reinkopieren. Du hast das noch nicht überschrieben, mein Copy-Paste. Ich habe dein Copy-Paste noch nicht Nee, ich habe überschrieben. vorhin noch schon Also. was in die Zwischenablage. Keine Ahnung, wie die das managen. Weil das sind ja dann Linux, da hast du ja gleich mehrere Zwischenablagen. Das ist ja einmal die von dem. Also Naja. für die, die das nicht sehen, also wir kämpfen da gerade mit einem VNC-Client, was eigentlich ganz cool ist. Aber ich muss jetzt in die Zwischenablage, da können wir mal drüber sprechen gleich direkt, ne? Also es gibt eine Na. Zwischenablage, also der VNC-Client auf deinem Rechner, guckt sich Ja, deine genau. Zwischenablage an, dann nimmt er die, Ja. muss die über die Leitung schieben und muss sie in die Zwischenablage von dem VNC-Server auf der anderen Seite stopfen. Der muss es aus seiner Zwischenablage nehmen und in die richtige Zwischenablage, und das scheint er hier nicht hinzukriegen, in die Das richtige kriegt er so irgendwie nicht Zwischenablage hin, ne? des Linux reinzukopieren. Da scheint was kaputt zu sein. Ja, aber Deswegen such einfach mal da oben danach oder wie das. dann. Ja, ich kenne jetzt die Keywords, nach denen ich suchen muss. Ja, Andreas Heil gibst du ein. Betriebssysteme. Da Betriebssysteme, ist es. tada, da ist es nämlich. Und dann klicke ich mal da drauf und dann muss man auch dann direkt auf den Channel kommen. Guck mal, 26 Subscriber, das heißt, ich brauche noch 4 und. Das sind mehr als vom Hack the Planet Podcast. Na, ich habe ja den Vorteil, dass die Studenten da reinkommen. Sehr gut. So, genau. Genau, und da ist Also, auch gleich da sind wir. hier Elite, oder? Ist da auch ein Video von Elite Dangerous? Ja, das war mal so eine Aufnahme, die ich gemacht hatte. Da hatten wir ganz am Anfang, glaube ich, mal drüber gesprochen. Das war noch bevor meine kleine Tochter geboren wurde. Vor 2 Jahren gab es einmal diese Expedition nach Beagle Point. Das ist quasi. Also wenn man das so kartografisch sieht, nördlich von der Galaxie, der am meisten außengelegenste Stern, den man anfliegen kann. Und da hat so die Reise knapp ein halbes Jahr gedauert. Also jeden Abend so 1 bis 2 Stunden Ja, du hast Grinding, erzählt, stimmt, ich erinnere mich. genau. Und ich bin immer noch auf dem Rückweg, weil mit den 2 Kindern und Corona habe ich dann nie genug Zeit gekommen. Aber was wir damals gemacht hatten, ist tatsächlich so ein Must-Jump. Also da haben sich, was heißt ein Must-Jump? Also da haben sich so 10, 15 Leute irgendwo getroffen und haben sich dann synchron abgesprochen, um da in den Hyperraum zu springen. Genau, du lässt das gerade mal so abspielen, ne? Ja, ich mache das mal für die Leute, Und. die da auf Twitch unterwegs sind, mache ich das mal in Ja, flüssig. ja. Genau. Erzähl ruhig weiter. Ja, und dann haben wir das damals mit aufgenommen. Und das war, glaube ich, so auf dem halben Weg, ne? Und ab dann hast du eigentlich niemals mehr jemand, also einen Online-Spieler gesehen. Das ist übrigens auch das Spannende an dieser Art von Simulation. Weil. Ja, wie erkläre ich das? Was da vermittelt wird, ist diese unendliche Weite im Weltraum. Ne? Deswegen finden viele auch dieses Spiel ja so schrecklich. Weil sobald du außerhalb von dieser ganz kleinen Bubble bist, wo es wirklich bewohnte Planeten gibt, und das sind schon
echt unendlich viele gefühlt. Ne? Mhm. Aber sobald du dann in die Weiten da rausreißt, da ist ja gar nichts. Ne? Das ist, also da hast du Tausende von solchen Hyperraumsprüngen, wo nichts passiert. Ne? Das guckst du dir nur Planeten an. Da gibt es jetzt Updates. Ich habe es jetzt auch immer nur aus den News mitbekommen. Das gibt jetzt Updates, wo du wohl, also Spacelegs nennt sich das, wo du auf dem Planeten rummarschieren kannst, mhm, als Person. Und vielleicht auch andere Player treffen kannst. Und es gibt Fleet Carrier, also Schiffe, wo du andocken kannst, die dann größere Strecken springen können. Aber das ist wirklich alles für die Hardcore. Um das abzukürzen, damit... Ja, wobei abzukürzen, die werden wahrscheinlich so teuer sein, dass du ewig lang, also jahrelang grinden musst, um die zu kaufen. Oh Mann, warum? Okay. Das komplette Spiel basiert halt darauf. Aber man muss ja immer noch denen zugutehalten für das komplette Spielen. Also ist es kein Play-to-Win, ne? Die haben ja, also kaufen tust du da nur tatsächlich neue Versionen, genau. Also wahrscheinlich so wie die Spacelegs, die werden halt kosten. Also richtig krasse Feature. Ansonsten ist ja alles da nur visuell. Also hat ja keine Auswirkung auf das Gameplay an sich, was ich persönlich dann absolut okay finde. Und da werfe ich gern auch mal dann so ein paar Euro rein. Einfach um das Studio zu unterstützen. Muss einem halt Spaß machen, ne? Da ist halt sehr speziell. Ich überlege so die ganze Zeit, ob ich dann irgendwann, also wenn auch mal das Büro umgebaut ist, ob ich dann die Xbox als über eine Capture Card anschließe und dann vielleicht abends auch irgendwann das Zeug mal wieder streamen. Hätte ich tatsächlich Lust drauf. Wobei so die durchschnittliche Viewerzahl in so einem Elite Dangerous Stream, die ist so 1. Ja, also es gibt ein paar, die das machen und da ist relativ wenig los. Aber ich glaube, es ist wie immer, da musst du halt was dabei erzählen und dann kommen schon die Leute. Es macht einen Eindruck, als wäre das sehr entspannend, weil das alles nicht so irre schnell passiert, oder? Genau, also wenn du nicht wirklich so auf diese Kampfschiene gehst, ist das, das ist auch, ich sagte immer, das ist mein Zen-Spiel. Also selbst wenn das so diese Grinding-Dinger sind, wo du zwischen Planeten hin und her fliegst, vielleicht wirst du mal abgefangen, wo du dann halt so ein kurzes Manöver machst, dass du nicht abgeschossen wirst. Aber ansonsten kannst du da dich richtig entspannen. Ne? Also da musst du auch aufpassen manchmal, dass du nicht einschläfst bei dem Game. Ne? Es sind schon viele in irgendeine Sonne reingestürzt, weil sie bei so einem Hyperraumsprung einfach weggenickt sind. Und was da passiert ist, wenn du dann mit diesem Sprung, der dauert immer so 10, 20 Sekunden, da wird halt nachgeladen. Und wenn du da durch bist, dann fliegst du immer direkt auf eine Sonne zu und musst ausweichen. Ne? Und also, mit dem Xbox-Controller hast du leichte Vorteile, weil dieses Rumble an ist. Mhm. Das heißt, wirst du aufgeweckt. Wachst vielleicht, wirst nochmal aufgeweckt, genau. Und mir persönlich ist es in den Anfangszeiten zweimal passiert. Und da gibt es halt diese spezielle Eigenschaft von diesem Game, dass du kannst ja nicht wirklich speichern, sondern du kannst dein Schiff für Geld neu kaufen, von da, wo du es letztes Mal gedockt hast. Und bei so einer Expedition, wie ich die mache, wo du 2 Jahre unterwegs bist, ist mein letzter, also Restore Point, liegt 2 Jahre zurück. Und du würdest alles, was du bis dahin verdient hast, auch verlieren. Na, deswegen heißt das Ding Elite Dangerous. Das heißt, du spielst das jetzt auch nicht mehr, wenn du auf der Stufe bist, wenn du müde bist abends. Oh Mann. Du hörst also. Also doch nicht entspannt, halt so. Verdammt. Da ist sie hin, die Entspannung. Ja. Oder es gibt auch so, du kannst weitere Strecken springen, wenn du über Neutronensterne springst. Ne, da kannst du es 4-fache an Distanz überwinden. Allerdings braucht man da ein bisschen Übung, weil wenn du das falsch machst, zerfetzt es halt instant dein Schiff. Wenn du das kannst, dann fliegst du das genauso wie einen normalen Hyperraumsprung. Aber das ist, also man merkt schon, ist ein bisschen nerdig, das Spiel. Ja? Nur ein bisschen, aber das ist ja genau das, warum man hierher kommt. Genau. Aber also das ist wirklich so ein Spiel, was mich langzeit Weißt du, was ich mal als addicted hat, ja. Also es gibt ja ein einziges Multiplayer-Spiel, was ich wirklich lang gespielt habe. Und das habe ich mit jemandem zusammengespielt. Kennst du noch Test Drive Unlimited? Ja, natürlich. Das kennt. Das hatte ich früher auch auf der Xbox. Und zwar die erste Version davon. Ja, die allererste. Das war doch auf Big Island, Hawaii. Genau. Nee, nicht Big Island. Oahu war das. Big Island. Da war ich in echt. Da habe ich alle Straßen in echt abgefahren damals. Genau.
Und deswegen fand ich damals, das war gerade ein Jahr vorher, und deswegen fand ich damals das Test Drive Unlimited so genial, weil du da wirklich auf, ich glaube, da haben wir doch auch mal ab und zu gezockt, ne? Genau, und ich habe das, mit einem Kumpel über Internet gespielt. Und wir sind tatsächlich die komplette, weil es gab ein Achievement, dass du wirklich jeden Meter Straße auf dieser Insel abfährst, befahren hast einmal. Ja. Und das haben wir dann zu zweit gemacht und haben tatsächlich, also das fände ich bestimmt für Stream auch ziemlich cool gewesen, dass gemeinsam einfach die Insel abfahren und entdecken, was da so rumsteht, weil da, die war nicht einfach nur so vollgepflastert, sondern da war echt viel Strecke drauf und viel, viel Material, was sie hingepackt haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Kilometer das waren insgesamt an Entfernung. Ich denke mal, es waren auch bestimmt so um die 1000, 2000 Kilometer, die da drauf fahren. Nee, es war also sehr, sehr cool gemacht. Genau, weil du gesagt hast, streamen, weil solche Spiele zu streamen, wenn du dann zu zweit irgendwie unterwegs bist, das ist bestimmt nochmal deutlich spannender. Ja, spielen, du kommt mir im Moment ja nicht so wirklich dazu. Allerdings habe ich auch ein Ding jetzt quasi, was mit Spielen zu tun hat. Und zwar die, wenn man alte Spiele mag, oder so Spielhallenspiele, und wer hier zuhört, der weiß ja, dass ich ab und zu mal in Japan unterwegs bin, und da gibt es tatsächlich noch echte Spielhallen, die auch noch bewirtschaftet werden und die auch noch neue Geräte kriegen. Und die auch mehrstöckig sind, habe ich mal gehört, ne? Also richtig, die sind eigentlich fast richtig groß. Ja, genau, die sind meistens mehrstöckig. Und wenn man flüstert, das ist immer am besten. Genau. Ich sehe. Also da gibt es diese Spielhallen gibt es da, und da hast du solche Arcade-Automaten. Besteht halt aus einem großen Display, einem Joystick mit Buttons dran, und da kannst du dann halt Spiele spielen. Und das gibt es ja seit den 80er Jahren wirklich in großer Ausprägung. Und da gibt es jetzt eben tatsächlich auch schon seit sehr, sehr langer Zeit so Selbstbauanleitungen, wie man so Dinger selber baut. Und diese Selbstbauanleitungen, die haben halt den großen Vorteil, dass sie dass man da tatsächlich mit eigener Hardware ran kann und mittlerweile mit den Single-Board-Computern, so Raspberry Pi und so, auch Systeme emulieren kann, die tatsächlich ordentlich was an Grafik rausschaffen. Und das ist jetzt tatsächlich so, dass ich hier gerade anfange, das zusammenzustellen, also hardwareseitig und dann auch vom Material für das Holz, was man da braucht, um sowas zusammenzubauen, und versuche mal bis Ende des Jahres so ein Ding zusammenzubauen. Eigentlich sogar zwei. Genau. Jetzt verstehe ich auch die Anspielung mit Verletzungsgefahr. Genau, also ich mache mir da schon große Sorgen, was das angeht. Ich habe da ja natürlich tatkräftige Unterstützung. Mein Vater ist da deutlich versierter drin. Aber wenn ich das jetzt selber schneiden müsste, da würde ich mir, glaube ich, ein Set kaufen. Aber ja. Ich habe das auch mal auf dem Bildschirm geholt, beziehungsweise verlinken das auch mal. Da gibt es so verschiedene Bauanleitungen, da kann man sich dann ungefähr vorstellen, was ich vorhabe zu bauen. Hast du dann so einen 27 Zoll Monitor? Und zwei Controller halt mit Buttons. Und dann bin ich noch mit mir am Hadern, ob ich den Monitor gerne aufrecht reinstellen will oder halt, also Landscape oder Portrait. So klassisch so, ja. Weil ich will, ja eigentlich will ich ja, oder bin ich ja jemand, der sehr viel auch diese Side-Scroller beziehungsweise diese Shooter, Top-Down-Shooter spielt. Genau, und da gibt es einige gute, und da willst du eigentlich, weil die sind so auch so ausgelegt, dass quasi das ein Porträtbild ist, also höher wie breit, da willst du eigentlich das 16:9 Display quasi hochkant reinbauen. Überlege ich noch, wie ich das mache, ob ich das so mache oder so. Genau, und da werde ich dann berichten, sobald das dann auch da losgeht. Also Hardware habe ich jetzt, glaube ich, alles an Teileliste zusammen, da muss ich dann mal die Bestellung lostreten, und dann kann ich ja dann hier auch mal Bilder dazu posten. Das wird dann meine Bauanleitung oder Selbstbauprojekt für in Ersatz zu dem Schreibtischbau, den du gemacht hast. Mit ordentlich Krawall kommt das Ding in den Flur. Einen Stellplatz habe ich schon, da wird es dann ordentlich Beleuchtung dran, sodass das dann ordentlich Krawall macht, wenn man es laufen lässt. Also ich glaube, das wäre auch was für meine Kids, wenn die mal alt genug sind. Naja, also die Idee ist tatsächlich, ich wollte ja gerade gesagt, zwei bauen und am besten das in der Familie verschenken an auch Familienmitglieder mit Kindern, und dann gibt es Münzeinwurf dafür. Münzeinwurf, Spielen, einmal Rasenmähen, fünf Münzen.
Ach ja, cool. Gibt es die, ich weiß, also Münzeinwurf, ist da auch eine Anleitung dabei, wie man das baut? Also. Den Münzeinwurf gibt es fertig als Münzprüfer und da kommt dann Ah, einfach nur ein okay, Signal ja. raus, ist eine valide Münze oder nicht. Mhm, Und dann, okay. das kannst du dir direkt an den Raspberry Pi dran möhren und das zählt dann quasi Münzeinwurf. Also die ganzen Spiele Okay, selber das. funktionieren ja auch mit Münzeinwurf. Du hast sonst einen Button Ja, dafür ja. und da wird das dann halt mit dem Münzeinwurf selber belegt. Der Münzeinwurf selber kostet 14 € oder 17 € so in der Größenordnung. Ist nicht wirklich, so ein Münzprüfer ist nicht wirklich teuer. Okay, Kannst auch das selber klingt ja schon mal Münzen spannend, nehmen, ja. also auch welche, die man nicht in der freien Natur findet. Kannst selber anlernen bzw. einstellen. Okay. Genau. Ja, das ist eine coole Idee. Also behalte ich mir auf jeden Fall im Kopf, wenn die Kids größer sind, dann gibt's, ist das das nächste Da Bastelprojekt. kann dich dein Sohn endlich mal ordentlich bei Street Fighter vermöbeln. Wenn du eh schon so die alten Sachen rausgekramt hast, du hast doch auch deine alte Mailbox rausgekramt. Da hattest du das letzte Mal geteasert, ne? Ja, tatsächlich. Sollen wir da vielleicht mal erzählen? Also ich hatte ja früher auch, wie hieß denn deine? Ich hatte ja auch eine damals. Da hatten wir uns noch gar nicht gekannt. Ja, wir kannten uns da noch nicht. Also meine hieß MGN BBS, ist schon sehr, sehr alt, sehr, sehr lange her Ja. gewesen und ich mache mal eine Mailbox-Liste auf von vor langer, langer Zeit. Nehmen wir mal Human Readable FidoNet Node List. Na. Die Suche mal starten. 2, 4, 8, 6, 6, 0, 1. Na. Na toll. Die Notliste hat es natürlich nicht. Also es war eine Mailbox, die habe ich bei mir in meiner Heimatstadt damals betrieben. Und habe dort sozusagen ja, einfach Software zum Download angeboten. Selber probiert, einfach kurz geschaut, was kann man denn da eigentlich machen? Warum macht man das und wie macht man das? Welche Software braucht man dafür? Welche Hardware braucht man dafür? Und wie muss das alles aussehen? Wie muss man das zusammenschalten? Und ich habe jetzt natürlich festgestellt, nachdem ich dieses Backup gefunden habe, davon habe ich ja das letzte Mal erzählt, das Backup gefunden habe, habe ich versucht, da alles rauszuziehen an Daten, was ich finden konnte in dem Backup. Und da war unter anderem die komplette Mailbox-Installation dabei und das Betriebssystem sogar, mit dem ich das laufen habe lassen. Das war damals OS2. OS2, da würde ich dann einfach mal ein extra Video machen, habe ich mir jetzt überlegt, wo ich nur einfach das mal zeige, wie so ein OS2 eigentlich aussieht, das Betriebssystem selber und wie sich das alles zusammenschaltet. Kann man sich im Grunde so vorstellen, es gab ja ganz früher, du kennst das, DOS. Dann gab es auf DOS draufgesetzt das Windows. Und es gab dann irgendwie parallel damals auch noch, in der Zeit jedenfalls auch noch, fing Linux gerade mit der Version 1 an. Also die war noch 0, irgendwas, die Version, und dann gab es irgendwann die Version 1 von Linux, vom Linux-Kern. Und in dem Zeitraum ungefähr dreht sich das. Und da gab es auch OS2, und das hat die Dinge, die ich jetzt gerade so gesagt habe, so ein bisschen mit vereint. Also du hast das OS2 gehabt, das wurde von IBM hergestellt, und das war im Gegensatz zu den Betriebssystemen, die man damals hatte, war das multitaskingfähig. Du konntest also mehrere Programme gleichzeitig laufen lassen und die liefen sogar gleichzeitig. Nicht so wie bei dem alten Windows, was damals aktuell war. Da liefen die Programme ja nicht wirklich gleichzeitig. Das ist ein guter Punkt eigentlich. Erklärst du eigentlich präemptives und time-sliced Multitasking in deiner Betriebssystemvorlesung? Ja, haben wir drin. Ich glaube, die Einheit ist noch nicht online, aber das haben wir auf jeden Fall drin. Aber okay, hast du schon gesagt, sozusagen. Also die richtige Vorlesung, da war das schon da. Genau, nur auf dem, ich habe nur gemeint, auf dem YouTube-Channel, da haben wir es noch nicht. Aber genau das Scheduling, wie das funktioniert und preemptive, non-preemptive kommt auf jeden Fall dran, ja, und war auch schon dran. Genau, und wenn man das mal erleben will, das kann ich dann ja dann auch mal zeigen in dem Video, oder keine Ahnung, wenn wir das zusammen, oder wenn ich dir das zeigen kann. Das OS2, das konnte präemptives Multitasking. Und das kooperative Multitasking, das war das Einzige, was mit Windows möglich war damals. Also du konntest halt zwei Programme starten und dann mussten die miteinander sich ausmachen und sich miteinander die Zeit teilen. Selbstständig. Und OS2 war das so, da hat das Betriebssystem halt hart eingeteilt, wer wie viel Zeit kriegt. Und die Idee hier ist gewesen, da konnte man einen alten, einen wirklich, wirklich alten Computer,
In dem Fall war das damals, was habe ich gehabt? Ein Pentium 75. Habe ich extra gekauft für diesen Zweck. Dann konnte man mehrere Programme gleichzeitig laufen lassen und in dem Fall dann mehrere DOS-Programme gleichzeitig. Und die Mailbox selber ist tatsächlich ein DOS-Programm. Und für die, die das im Stream sehen, beziehungsweise sich das Video nachher auch angucken, kann ich ja mal einfach das Video mal starten. Weil wir haben es jetzt versucht, so zu starten. Beziehungsweise ich kann eigentlich, muss ich das Video gar nicht starten. Sondern ich kann direkt die DOS-Box theoretisch hier starten für mich. Das ist übrigens das Setup, was du erklärst, ist genau das Setup, was ich damals auch hatte. Mhm. Jetzt will ich gerade, ob das bei mir damals schon war, auch ein Pentium, das war nach dem 386er, genau, hatte ich ein Pentium damals, wo das drauf lief und dann das OS2 und eben das DOS da drauf, wo dann die Mailbox drin lief. Ich habe leider keine Backups mehr aus der Zeit, was mich total ärgert, weil ich war damals total in ASCII-Art drin. Mhm. Also ich habe richtig coole ASCII-Art-Bilder damals für die Mailbox gehabt. Ja, da ist sogar der ASCII-Art-Editor und so weiter, habe ich da alles mit drin. Ja. Und dann lief das auch eben auf einem OS 2. Mhm. Habe das dann abends immer angestöpselt, weil Telefonleitungen waren ja damals unendlich teuer. Ja, also es ist eine spannende Geschichte. Ja, und also ich weiß nicht, ob du den Stream jetzt mittlerweile siehst. Also was ich habe, ist halt diese DOS-Box. In das habe ich jetzt so konvertiert, also raus extrahiert aus meinem Backup, dass das tatsächlich in der DOS-Box abgebildet ist. Und in der DOS-Box selber kann man jetzt halt einfach das Programm halt starten. Und zwar heißt das Remote Access. Zack, und wenn man das startet, wird man tatsächlich so begrüßt wie die Mailbox-Anrufer. Also wird das funktioniert? Mhm. Du hast zu Hause gesessen, das war ja bei deiner Mailbox wahrscheinlich nicht anders, die Menschen haben zu Hause gesessen und haben haben ein Modem gehabt, das haben sie an die Telefonleitung angeschlossen, das Modem haben sie an den Rechner angeschlossen und dann haben sie diese Nummer gewählt mit einem Terminal-Programm. Und das Terminal-Programm, das hatte dann einfach 80 mal 25 Zeichen, Standard-Text-Mode, Bildschirm dargestellt. Und wenn die da angerufen haben, hat mein Modem dann abgenommen und hat diese Software gestartet, die ich gerade gestartet habe, und hat das, was wir jetzt dann da auf dem Bildschirm sehen würden, das hat das dann über die Leitung geschickt und quasi Zeichen für Zeichen auf dem Bildschirm aufgebaut. Man hatte da auf Deutsch wirklich nur Zeichen zur Verfügung, um irgendwas anzuzeigen. Genau, und dann hat man sich tatsächlich mit dem vollen Namen dann damals angemeldet, konnte sich entweder neu anmelden oder konnte sie halt Benutzer erstellen. Und wenn ich das jetzt hier mal mache, Passwort, dann bist du immer gefragt worden, möchtest du nach Nachrichten suchen, weil das war nicht so wie heute, Internet, sondern da hat man die Nachrichten ja dort in solchen Mailboxen, deswegen hießen die Mailboxen, abgeholt und hat sozusagen, alle Nachrichten wurden in dieser Mailbox geschrieben oder da abgeliefert, von dort aus verschickt an andere Mailboxen zu den Empfängern und die haben die dann auch in Mailboxen abgeholt. Da gab es dann auch Programme für, damit man sich gar nicht in die Mailbox einloggen musste. Aber man hat prinzipiell das alles über diese Mailboxen oder diese Schnittstelle, Modem-Schnittstellen gemacht. Genau, gibt es denn neue Dateien? Es gibt sogar neue Dateien, tatsächlich. Also man hat halt einfach tatsächlich sowohl E-Mail als auch Dateien ausgetauscht über diese Boxen damals. Ja. Genau, ja. Machen wir jetzt mal nicht weiter. So, dann hat man gesagt bekommen, auf welcher Leitung man sich eingeloggt hat. Und dann am Ende ist man im Hauptmenü gelandet. Und das Hauptmenü ist dann quasi auch wieder Textmodus. Tatsächlich mit den Cursor-Tasten konnte man jetzt hier einfach rumhüpfen. Und ich weiß nicht, hattest du auch einen SysOp-Chat? Ja, natürlich. Genau, also da gibt es hier immer die Möglichkeit, auf jeder Seite dann irgendwie den Betreiber zu rufen und mit dem zu chatten, wenn man dann irgendwelche Fragen hatte. Dann gibt es, wenn so eine Mailbox mehrere Leitungen hat, dann gibt es die Möglichkeit, dass man auch mit den anderen Teilnehmern chatten kann. Das heißt, so einen Multi-User-Chat hat man da gehabt. Alles ohne Internet, wohlgemerkt. Jeder von diesen Nutzern hat sich zu dieser Mailbox per Telefon verbunden. Und damals gab es da noch eine schöne Sache, die Netiquette. Also die gibt es da immer noch, aber wo man sich auch dran gehalten hat. Ne? Also, können wir mal unter Wiki auch mal verlinken, die Netiquette. Ja. Unter
Wikipedia hat ja da auch einen schönen Artikel dazu. Also da ging es ja zum Beispiel darum, dass man auf Posts nicht direkt antwortet, sondern erstmal eine Nacht drüber schläft. Also da merkt man auch, wie schnelllebig das heute geworden ist, ja. Also da war nichts mit 10.000 Comments innerhalb von den ersten 30 Sekunden unter irgendeinem Eintrag oder so. Da war es eher wichtig, dass man lange gewartet hat und dann was Freundliches und Sinnvolles geschrieben hat. Mhm. Wird viel zu oft vergessen, glaube ich, heute. Ja, richtig. Also die Sache ist halt tatsächlich, E-Mail oder E-Mail und Nachrichten verschicken, Mail-Nachrichten verschicken, hieß ja nicht E-Mail. Das war noch ein bisschen ein handwerklicheres Geschick, weil du musstest ja überhaupt erstmal die Software in die Lage kriegen, das zu machen. Oder du hast es jetzt hier einfach auf der Kommandozeile sozusagen in der Textbox gemacht. Gab ja dann damals, ne? Also Fidonet gab es ja, Usenet-Nachrichten gab es. Also, da warst du immer stolz wie Bolle, wenn du eins der Sachen dann zum Laufen bekommen hattest. Es gab ja auch, also man muss sich das auch vorstellen, ne? Also man hat ja unendlich lange rumprobieren müssen, teilweise auch mit Leuten am Telefon, die einem dann Tipps gegeben haben, bis man sowas ins Laufen bekommen hatte. Bis sowas funktioniert hat. Und dann warst du erst in diesem Usenet drin und dann konntest du erst Fragen stellen, wo dir dann andere Leute wieder weitergeholfen haben. Also diese Einstiegshürde ins Internet damals zu kommen, ne, die war ja gigantisch groß. Ja, richtig. Das kann man sich, glaube ich, heute gar nicht vorstellen. Also angefangen von der Hardware. Ich weiß das noch, das erste Modem gehabt und das Telefon angesteckt. Und also A war ja dann immer die Angst, dass es dich ein Vermögen kostet, sobald sich dieses Modem wo einwählt. Ja, richtig, was es getan hat. Ja, genau. Und dann musstest du ja auch erstmal dieses Modem per Befehle ansteuern, dass es irgendwas macht. Und selbst diese Befehle, die standen, wenn du Glück hattest, in einem Handbuch drin oder du hast es aus irgendeiner Zeitschrift raus gehabt. Aber das war dann unheimlich viel Experimentieren. Ich weiß noch ganz am Anfang, also mein allererstes Modem, was ich da rumprobiert hatte und dann gab es halt dieses schreckliche Geräusch. Also jeder, der das früher kennt, der bis heute noch so ein Connect-Pfeifen. Und genau dieser Connect, also das hat sich ja genau wie so ein Nadeldrucker, glaube ich, in den Köpfen derer eingebrannt, die das auch benutzt haben früher. Mhm. Und man war dann immer froh, wenn das nicht abgebrochen ist und wenn das sich wo eingewählt hatte. Das waren einfach noch echt irre Zeiten. Ja. Und wenn du jetzt überlegst, also tatsächlich auch Dateiübertragung, das war nicht so wie heute, du hast auf Download geklickt und dann kam das Zeug, sondern du musstest das aus einer Liste auswählen und dann hat dein Modem diese Datei übertragen. Und gleichzeitig hat das nichts anderes getan, sondern da wurde exklusiv für diesen Download die komplette Leitung verwendet, weil das ging ja auch nicht mit Megabit, sondern mit einem paar Kilobit, ja. Also paar tausend Bit pro Sekunde. Ja, Spiele gab es da auch, wie man sieht. Also das ist das Elite Dangerous, das entspannende Elite Dangerous der damaligen Zeit ist einfach Tetris. Mhm. Wobei es gab damals auch schon Elite, das Original, das glaube ich ist von 84. Was eigentlich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es auf dem C64 auch noch lief, mhm. Aber auf dem Amiga gab es das definitiv und auf PC damals auch. Aber eben nicht online, sondern also es gab tatsächlich solche Dungeon-Spiele, wo man sich durch Labyrinth und so weiter durchgefechtet hat, auch mit mehr Spielern. Das war dann aber wirklich alles Textmodus. Ne? Da hast du dann quasi das Labyrinth in Form von Text dargestellt bekommen. Genau. Ja, und wenn du dann aufgelegt hast, dann war dann die Leitung zu und du hast dann aufgelegt tatsächlich. Ja. Zack, und dann sind wir wieder raus. Aber sehr schön, dass du da noch ein Backup gefunden hast. Ich habe nochmal durchgeschaut die Tage, ob ich irgendwas ganz Altes von mir habe, aber aus den 80ern habe ich leider gar nichts mehr. Die Platten sind, oder was es damals an Platten gab, ist inzwischen verschütt gegangen. Mhm. Und also durch diverse Umzüge, auch über die Länder, sind die irgendwann mal auf der Strecke geblieben. Und also das ist leider nicht mehr da. Natürlich ärgert es einen heute, ne? Wenn man sowas nicht mehr hat. Ja, ich habe jetzt tatsächlich sehr viel von diesen alten Sachen, die noch gelagert sind, habe ich jetzt mal angefangen versucht zu kopieren. Ich habe jetzt auch einen Rechner wiederhergestellt mit einem Diskettenlaufwerk versucht jedenfalls. Mhm. Stellt sich raus, alle drei Diskettenlaufwerke, von denen ich dachte, dass sie noch funktionieren, die ich extra aufgehoben habe dafür, die funktionieren nicht mehr. Aber ich könnte wetten, wenn du noch alte Tastaturen hast, die funktionieren noch. Die Tastaturen funktionieren, das stimmt. Ja, vielleicht ist ja unter den Hörern jemand, da könnte ich mal einen Aufruf machen. Und zwar bräuchte ich einen
Einen alten SCSI-Controller, SCSI-Controller bräuchte ich geliehen. Entweder PCI oder ISA. Ich brauche halt so einen für meinen DAT-Laufwerk. Ich habe zwar die DAT-Laufwerke und Bänder noch, ja, mit, auch mit älteren Backups drauf. Aber ich habe die, hab auch die Software dafür. Ich habe auch den Rechner dafür sozusagen, wo das alles reinpasst. Ich habe bloß diese eine SCSI-Karte nicht. Die ist tatsächlich verschütt gegangen. Und ich sage jetzt extra Laien, weil ich habe geguckt, was die Dinger neu kosten. Die gibt's noch. Du kriegst noch alte PCI bzw. ISA SCSI-Karten. Für 200 Euro. Früher, da, ja, ich überlege, aber Adaptec. Gab das nicht? Also diese Adaptec 2940. Ja, exakt. Da, siehst du, ne? Das kommt sofort wieder. Ja, das. Aber ich glaube, die, wo liegen die denn preislich? Stand heute, ich gucke gerade mal. Ich habe gerade was gefunden. 65 Euro, refurbished. Ah, doch, da gibt es ja welche. Die habe ich nicht gefunden das letzte Mal. 2940. Aber trotzdem mag ich. Du, ich frage auch mal im Stream später nach. Vielleicht hat ja jemand noch so ein Ding im Keller rumliegen und braucht es nicht. Manchmal hat ja jemand noch so einen alten Rechner rumstehen. Ich hatte ja meinen auch ewig lang, bevor der auf dem Recyclinghof gelandet ist. Ja. Ja, aber doch, ich erinnere mich sehr gut. Ich kenne auch noch meine ersten SCSI-Platten, die ich angeschlossen hatte. Naja, und ich habe tatsächlich meine Massen-Backups damals auf DAT-Bänder gemacht. Ja, okay. Ich habe noch ein ZIP-Laufwerk, wo ich das, wer die noch kennt, die 100 MB ZIP-Dinger. Da hatte ich damals viele Backups drauf. Die halten ja, also die, ja, das ist krass. Ja, klar, ne? Also magnetisch, ne? Also es war im Prinzip ja nur eine größere Diskette. Naja, die Diskette, die ich jetzt da gefunden hatte, ja genau, so einen habe ich hier rumliegen, so ein Ding hier. Ja, ja. Die Disketten, die ich jetzt hier hatte, die Diskettenlaufwerke, da habe ich die eine Diskette reingesteckt in eins von denen und dann hast du direkt so Kratz und Schreddergeräusche vernommen. Das war nicht so toll. Genau. Ja, das schließt so das Thema Mailbox ab. Ist ja im Grunde eine ganze Menge Geschichte, für mich jedenfalls und für viele Benutzer auch. Es waren ja immerhin ein paar tausend Benutzer mit in dieser Mailbox drin damals und die lief von, ich glaube, von 1994 bis 99 ungefähr. Da waren die letzten Zuckungen sozusagen. Also doch so ein paar Jahre waren das und wollte jetzt einfach mal einen kleinen Einblick geben. Wer das Video sieht, der hat das jetzt gesehen. Ansonsten werde ich vielleicht auch noch mal ein extra Video machen, wo ich dann auch mal OS2 zeige. Hast du jemals OS2 gesehen? OS2, ja, ich hatte es am Laufen. Ich hatte ja meine Mailbox genau wie du auf OS2 in einer DOS-Box. Alles klar. Das hatte ich ja vorhin gemeint. Also gleiches Setup, was du beschrieben hattest. Ich hatte auch OS2 relativ lange verwendet. Ich glaube, das ist dann erst bei mir mit Windows 3.11. Bin ich dann wieder zurückgegangen auf Windows oder DOS. Ne? Also das war damals auch immer so ein Hin- und Herwechseln und das größte Problem bei OS2 war einfach, wenn du dann viel mit DOS oder auch, also darunter gemacht hattest, halt die Rechner waren damals nicht so leistungsfähig, als dass sie... Ja, ich hatte sensationelle 64 Megabyte Arbeitsspeicher. Boah, Wahnsinn. Ja, da habe ich die komplette... Da war ich lange nicht. Da habe ich vier Mailbox-Leitungen mit drauf betrieben. Ja, das ist ganz, also man kann sich das nicht vorstellen, aber diese Rechner waren tatsächlich nicht wirklich leistungsfähig und gut ausgestattet verglichen mit dem, was heute ist, aber es gab halt nichts anderes. Genau. Also man muss sich das auch vorstellen, meine erste Grafikkarte im 386er, die hatte ich extra nicht mit 512K, sondern mit einem MB gekauft. Also das muss man sich nochmal überlegen, eine Grafikkarte, die 1 Megabyte RAM hatte. Mhm. Megabyte. Ne? Wir sprechen ja nicht von Giga oder Terabyte, wir sprechen von Megabyte. Ja? Also, und die hat einen stolzen Aufpreis gekostet von diesen 512 Byte. Das war übrigens auch die erste Platine, die ich gekauft hatte. Das war eine Speichererweiterung für mein Amiga 500, um den auf 1 Megabyte Speicher aufzurüsten. Ja? Weil der 500 hieß ja aus bestimmten Gründen 500. Ja, ich habe den. Aus welchen? Ich hab tatsächlich die Amiga-Generation habe ich übersprungen. Ich habe direkt mit PC angefangen. Atari war und dann aber nur Spielkonsole Atari. Und dann habe ich mit PC weitergemacht. Und
OS 2 hatte ja, also das muss Windows 95 oder später gewesen sein, was du jetzt gemeint hast, weil mit dem du dann von OS 2 weggewechselt bist, weil OS 2 konnte ja tatsächlich Windows 3.1 vollständig parallel betreiben. Also du konntest ja quasi Windows-Fenster haben, die mit 1:1 mit benutzt wurden mit dem OS 2 und mit dem DOS. Ja. Und das hieß dann WinOS 2. Ganz toller Name. Ja, genau. Windows und OS 2. Das waren ja auch quasi die ersten virtuellen Maschinen. Würde ich sagen. So zumindest die ersten Virtualisierungen von Funktionen, die man da sich so denken konnte. Genau. Und dann habe ich jetzt vielleicht noch ein Thema, also zum Schluss, bevor wir jetzt, also wir hüpfen jetzt gleich mal in das RKI-Thema, auf das du brennst. Und ich bin mal ganz gespannt, was wir da machen. Und zwar habe ich noch ein Ding gefunden, und zwar, ich habe ab und zu mal den Bedarf, einen macOS-Rechner aus dem Nichts zu haben, zusätzlich. Mhm. Ja, ja. Und da gibt es tatsächlich mittlerweile fertige Skripte, die auf Linux-Basis, auf KVM-Basis, die in einem QEMU einfach einen macOS installieren. Eine komplette virtuelle Maschine auf jedem x-beliebigen PC. Also gibt es keine großen PC-Voraussetzungen, von denen ich jetzt gesehen hätte. Und dieser Skript, der ist so absurd simpel. Ich habe den gestartet, dann lädt er das Betriebssystem runter von Apple. Und das nächste, was du siehst, ist ein Boot-Manager, wo du das Installationsprogramm reinbootest. In deinem Fenster. Mhm. Und das funktioniert sogar remote, weil da ist gleich VNC und alles mit eingebaut. Das heißt, du musst nicht mal an dem Server sein. Das heißt, wenn du einen Root-Server irgendwo stehen hast, dann kannst du das da einfach drauf starten und dann läuft dann dein macOS auf dem Root-Server in der Ferne. Okay. Und das funktioniert wirklich, wirklich, wirklich gut. Also der Rechner braucht zwar ordentlich mehr als 1 Megabyte Arbeitsspeicher, aber wenn du das einmal startest, einfach zum Ausprobieren und damit man mal eine macOS-Kompilierumgebung hat oder, wofür ich das jetzt benutzt habe tatsächlich, da läuft ja dann auch der iOS-Simulator drin. Das heißt, du kannst einfach mehrere iOS-Simulatoren in dieser virtuellen Maschine auf einem Rechner starten, der nicht ein Mac ist. Und das funktioniert. Das funktioniert wirklich. Also wenn du so Applikationen entwickelst oder auch so Cross-Compile-Setups machen willst, wo du übers Netz dann mehrere Rechner an einem Projekt kompilieren lässt, das funktioniert alles auf diese Art und Weise ziemlich einfach. Im Videoschnitt würde ich damit jetzt nicht machen, weil es tatsächlich grafikseitig nicht so prall. Hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, aber tatsächlich rein funktional, also auch zum Beispiel iMessages, das funktioniert alles. Du kannst dich einfach bei der iCloud anmelden, kannst iMessages laufen lassen auf deinem PC. Okay, das ist ja. Genau. Und dann gibt es, wie gesagt, das ist ein simpler Skript, den startest du einfach und dann hast du mit nach wenigen Schritten quasi eine virtuelle Festplatte mit einem macOS drauf. Und das ist, ich sag mal, legal, also funktioniert das so ohne Probleme? Es funktioniert. Es benutzt die offiziellen Ressourcen von Apple. Was die halt gemacht haben, ist, die haben ein eigenes System-Firmware, haben sie geschrieben, so eine EFI-Firmware, die dem macOS halt sagt, so du bist jetzt hier auf einem iMac. Ja. Also ich bin mir sicher, dass es liegt auf GitHub. Und ich bin mir sicher, dass man da selber für sich entscheiden muss, was man da tut. Genau, darauf wollte ich eigentlich raus, weil ich kenne tatsächlich aus dem FF jetzt die Lizenzbestimmungen von macOS ja nicht. Ne? Auf einem Mac darfst du das bestimmt machen, was da steht. Was du da. Genau, auf meinem Mac, aber also was heißt genau, ich weiß es nicht. Ne? Ich wollte ja nur noch mal darauf hinweisen, bevor jetzt unsere Hörer dann losrennen und sich alle da macOS installieren und sagen, wir hätten es gesagt. Ja, also die Frage nein, ist Nein, wir haben nur auf die technische Machbarkeit hingewiesen, ja, was da momentan für krasse Sachen funktionieren. Ja. So ist es, geht um die technische Machbarkeit. Genau. Und ganz ehrlich, das ist kein macOS, das ist auch kein Mac, das ersetzt den nicht. Das ist, also das würde mich sehr wundern, wenn da irgendjemand sich dran stöße, weil das also wirklich in dem Fall eigentlich nur eine Arbeitserleichterung für Entwickler ist, um parallel virtuelle Maschinen zu betreiben, ist ja auch heute schon völlig okay. Du kannst ja auch ein macOS auf einem Mac in einer VM installieren. Und was anderes machen die da jetzt im Grunde auch nicht, nur dass sie es halt mit KVM tun. Ja. Ja. Also da, ich wollte nur nochmal die Kurve bekommen an der Stelle. Nee, dann passt das ja. Genau. Ja, also liebe Leute, das war aber kein Aufruf, dass jetzt da alle euch
das sieht. Und das erinnert mich gerade, es gibt ja viele solche Open-Source-Spiele, die auf Originalversionen der Spiele basieren, die aber erfordern, dass du zum Beispiel die originale CD besitzt, um die Ressourcen dann rein zu kopieren. Richtig. Ja, ich glaube, Transport Tycoon gibt es so ein, also ein weiß gar nicht. Ja, aber so ist das hier auch. Also dieses Skript hat keinerlei Sachen von Apple dabei. Ja, ja. Du selber musst das beibringen. Mhm. Und ich habe halt eine Installations-CD von, beziehungsweise dieses Installationsarchiv von macOS. Naja, okay. Und das musst du schon selber dich sorgen, beziehungsweise du bist derjenige, der das runterlädt. Und da sollte man sich dann überlegen, in dem Fall, ich habe das Recht, das runterzuladen, weil ich das von dem Mac aus gemacht habe. Aber man muss sich halt überlegen, was man da tut. Das hast du schon recht. Mhm. Genau. So, jetzt Corona. Erzähl mal, was liegt dir auf dem Herzen? Eigentlich ein spannendes, ich glaube, du hast auch noch nicht so reingeschaut, aber wir hatten ganz am Anfang, es gab ja, oder vielleicht anders angefangen, seit 2 Tagen oder 3 Tagen gibt es jetzt diese Corona Warn-App. Ich weiß gar nicht, hast du die installiert? Bist du einer, der dies? Das ist diese Warn-App? Die Warn-App, genau. Nee, also dieses Contact Tracing auf Bluetooth-Ebene. Ich habe die nicht installiert. Kann ich, wenn dich interessiert, kann ich ja jetzt sagen, warum. Und vorab gab es da schon mal diese Datenspende-App vom RKI. Mhm. Und bei diese Datenspenden-App, die hat ja gar nichts damit zu tun, ob jetzt da Corona gefunden wird oder nicht. Es ging ja eher so um Gesundheitsdaten großflächig zu ermitteln. Und die wurde auf dem Robert-Koch-Institut bereitgestellt. Und da ging es eben um diese Idee, dass man sowas wie eine Heatmap auf Landesebene oder Städteebene erstellen kann, ob man dann irgendwo Ausbrüche erkennen kann. Also das war so ein bisschen diese Idee hinter der App. Und ich habe damals auch einen Podcast gehört, wo ein Sprecher oder ein Forscher vom RKI das auch ein bisschen erzählt hat und erklärt hat. Und ich fand die Idee eigentlich ganz, ganz interessant, also gerade wie man an solche Daten kommt, weil in der Wissenschaft fehlen ja oft solche Daten. Und da wurde auch einiges gesagt, wie toll die App doch sei und alles anonym und verschlüsselt und pipapo. Mhm. Und hatten auch gesagt, ich installiere mir das Ding mal und schaue mir das mal an. Und quasi in Windeseile hat man das ja auch beim CCC gemacht. Und natürlich mit viel mehr Ressourcen und Kenntnissen, als ich die jemals haben könnte, hat man das Ding auseinandergenommen. Und da gibt es, genau, du hast es schon offen. Und dann gab es eben auch so eine Blackbox Sicherheitsbetrachtung vom CCC bezüglich dieser App. Und da bin ich ja auf Deutsch gesagt wirklich mal aus den Latschen gefallen, was da alles drinsteckt. Und ich habe mir auch jetzt überlegt, ob ich in eine meiner Vorlesungen, ich muss mal schauen, wo es reinpasst, dieses Dokument als Grundlage nehme, um mal den Studenten, also gerade was die Softwareentwicklung angeht, zu zeigen, was für Pitfalls es eigentlich alles gibt, ne, und was man denken muss. Ja. Weil die Dinge, die der CCC rausgefunden hatte, die waren ja schon massive Punkte, ne? Also die da drin stehen. Ich bin jetzt mal so frei und scroll darunter. Wir müssen das auch gar nicht so durchgehen. Was mir zum Beispiel aber nur, du bist schon ganz unten, was mir nur mal so aufgefallen ist, das ist ja wirklich für jemand technisch Versiertes verständlich. Ne? Mhm. Und ich hatte es mal überflogen. Und ich dachte, lass uns doch mal über die technischen Aspekte da drin sprechen, was da passiert ist. Also, wer soll das jetzt nochmal genauer auseinandernehmen, was wir jetzt eigentlich genau meinen? Weil wir haben jetzt in der Anbahnung zu dem Thema haben wir jetzt beide Apps, die es gibt, irgendwie zusammen genau, also gefühlt geworfen. Genau, wir meinen also nicht diese Warn-App, ja, die ist komplett eigene Baustelle. Also wir meinen die App, die vom RKI vor, wann war denn das? Steht das oben drin? Haben die ein Datum drin? Die im April. Ne, veröffentlicht wurde. Also genau. Irgendwann im April gab es ja dann diese, und die hieß auch Corona-Datenspenden-App des RKIs. Genau, und die hatte ja zum Ziel, zum erklärten Ziel, dass jeder, das war die erste App, die es gab, vom RKI selber, und die solltest du dir installieren können, und dann solltest du Daten, die du ohnehin schon hast, zum Beispiel von solchen Fitness-Trackern, von was auch immer dein Telefon da gerade tut, Location-Informationen, alles Mögliche, die sollte man dann spenden können. Und wie das bei so einer Spende ist, eine Spende ist etwas Selbstloses, ja, man kriegt da nichts wieder, genau. Man kriegt nichts für. So, das ist jetzt für die, die Probleme mit dem Begriff Spende an der Stelle haben, weil man bekommt in der Tat genau nichts dafür. Also das ist rein, das macht man rein zur Liebe des RKI, des Robert-Koch-Instituts. Was die jetzt gemacht haben ist, die haben, also ich reiß vielleicht mal meine Sicht darauf zu schauen, die haben einfach eine App programmiert, die für Android und für iOS
Und die greift sich einfach alles, was du, oder anders, die haben erstmal gar nicht selber programmiert, sondern haben ein Startup sozusagen hergenommen. Und dieses Startup, Thrive, das ist bekannt dafür, dass es Interfaces, Schnittstellen zu solchen Fitnessdaten programmiert. Also deren Geschäftsmodell ist es, Schnittstellen zu programmieren und diese Daten sozusagen zu kanalisieren, zu mappen, sodass man die standardisiert zugreifen kann. Ja, weil man kann sich ja vorstellen, auf einem Android-Telefon, da werden Pulswerte auch als Pulswerte abgespeichert, ja, aber eben vielleicht in einem anderen Datenformat, wie das in iOS gemacht wird. Und was machen die jetzt? Die nehmen jetzt diese verschiedenen Formate und machen da ein einzeln verwertbares Format draus, nämlich Standardformat für Pulswerte oder sowas. Ja, so, also ganz, ganz global galaktisch erklärt. Und was die dann jetzt da tun als Startup, als ja, profitorientiertes Unternehmen, ist, die verkaufen das. Die verkaufen sowohl diese Schnittstellen, die Wartung an den Schnittstellen, als auch die Daten, die dahinter sind. Da gibt es auch Geschäftsmodelle hinter. Und das RKI hat sich jetzt mit denen zusammengetan und hat die deren App quasi gewhitelabelt, einfach die ganzen Schnittstellen genommen, in eine App verpackt und jetzt konnte man im Grunde, großherzig wie man ist, diese App installieren, kostenlos, selbstverständlich, und konnte alle seine Daten abliefern. Und ich glaube, der Hauptpunkt, woran sich jetzt in dem Dokument Datenspendeanalyse die Welt stößt und auch der CCC, ist ja, also das läuft so ab, die User Experience. Ich habe selber nicht installiert, sondern ich habe das jetzt, die Information aus diesem Dokument. Es scheint so abzulaufen, dass man die installiert. Dann gibt man die ganzen Kontendaten von zum Beispiel seinem WeFit-Konto oder WeThings-Konto oder wie die Dinger alle heißen, Google Health-Konto und Apple Health-Zugriff und ich weiß nicht was alles. Die übergibt man denen, der App. Die nimmt die und scheinbar nimmt die auch mit. Und im Hintergrund gibt es dann Server, die diese Thrive-Leute da oder das RKI auch, keine Ahnung wer von beiden, das betreibt, der Betreiber dieser App betreibt, die dann mit Hilfe meiner Zugangsdaten diese Daten dann bei den Cloud-Diensten, zu denen ich die melde, sozusagen, ja, dort abholen. Regelmäßig. Also auch ohne, dass meine App bei mir läuft. Das heißt, wenn ich zum Beispiel so ein WeThings Fitness-Tracker benutze, dann meldet der Fitness-Tracker die Daten in diese WeThings-Cloud und diese App, diese Datenspende-App, holt die in der WeThings-Cloud direkt ab, ohne den Umweg über mein Telefon und ohne, dass ich das weiß, wann das abgeholt wird. Ja, also die könnte da theoretisch jede Sekunde vorbeigehen und könnte neue Daten holen von mir. Ohne, dass ich das weiß und ohne, dass ich das auch einfach selber unterbinden kann. Weil ich denen ja quasi mein Login gegeben habe. Genau, und da kann ich ja, weil ich hatte das damals installiert und habe mir das auch angeschaut, also wie läuft das ab? Du installierst die App und die App sagt dann, ob sie auf deine Fitnessdaten zugreifen darf. Mhm. Ja, das war jetzt bei mir ein iPhone mit einer iWatch. Und da kannst du auswählen, ja so, ja klar, kein Problem. Ja, okay. Und vom Verständnis her, wie es auch beschrieben war, war ja, dass dein Telefon die Daten übermittelt. Ne? Dein Telefon kriegt das ja von der Uhr und übermittelt das dann. Und so war ja dem dann entsprechend im Dokument nicht, sondern wie du eben beschreibst, dass ja die Daten nicht von dem Gerät kommen, also direkt von dir, sondern von dem Server, auf dem die Daten liegen. Genau. Und dafür also gibst bei Apple, ja, und, ist es, glaube ich, so, wie du sagst. Ja. Und dafür gibst du ja dem Betreiber der Software das Recht, dass sie anstelle deiner, also das ist so eine typische Identity Federation-Geschichte. Also anstelle deiner dürfen die dann darauf zugreifen. Genau. Und da gibt es also den einen oder anderen Punkt, der ja dann in dem Dokument auch angesprochen wurde, was er anscheinend nicht ganz so sauber. Also bei Apple, weil du jetzt Apple gesagt hast, bei Apple, da will ich jetzt mal kurz nochmal in die Bresche springen, da ist es nicht so. Genau, da gibt es keinen Server. Also es gibt keinen Apple Health Server, sondern Apple Health existiert nur auf deinem Telefon. Das heißt, die App muss tatsächlich laufen und die kann sich regelmäßig aufwecken lassen. Ich habe sowas mal selber programmiert. Du kannst dich da nur regelmäßig aufwecken lassen und hast quasi Rechte auf dem Telefon, auf die Daten zuzugreifen. Davon musst du dem Nutzer nichts sagen. Das heißt, du greifst einfach im Hintergrund regelmäßig die iOS-Fitnessdaten ab und schickst sie dann von dem Gerät dahin. Das ist bei Google Fit zum Beispiel, ist das anders. Und bei hier sind so Fitbit, Garmin, Polar, WeThings. Garmin, Polar, ist das,
da ist das genau so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, nämlich da gehen die Daten von meinem Telefon erstmal an den Server und quasi die zentrale Wahrheit ist dieser Server von diesen Anbietern. Und die RKI-Datenspende, Backends, die holen sich dann ihre Daten quasi dort direkt ab, dort direkt bei Fitbit, Garmin, Polar, V-Things. Und da kann man sich natürlich denken, die sehen nicht nur meinen Puls. Ja, die sehen potenziell einfach mal alle möglichen Daten, unter anderem auch Name und andere Zuordnung. Und was die da für Daten abziehen, wie, in welcher Menge, wie oft, ob die wirklich aufhören damit, ist einfach in der App nicht ersichtlich. Genau. Und das ist natürlich ein Problem, einfach. Dass diese Datenspende-App hat. Und jetzt will ich die Bresche nochmal die Bresche schlagen für die aktuelle App. Es gibt da jetzt eine neue, die auch vom RKI verantwortet wird, aber als die App der Bundesregierung benannt wird. Das ist jetzt diese Corona-Tracking-App, Tracing-App. Die wiederum hat die höchsten Lobeshymnen ausgelöst, sowohl im CCC, auch bei Netzpolitik und so weiter und so fort. Also da ist es wohl so, die habe ich auch nicht installiert, deswegen weiß ich das nicht, kann ich das nicht selber nachprüfen. Ich habe mir das GitHub-Repository mal einfach überflogen und angeschaut und da war auch ich durchaus beeindruckt davon, in welcher Art und Weise die da kommunizieren, also wie offen und wie gut dargelegt das ist. Und das ist scheinbar tatsächlich auch so umgesetzt, wie man das auch erwarten würde in der modernen Technik, also mit der Privatsphäre im Vordergrund. Genau, und so wie das jetzt aussieht, ist das quasi das volle Gegenteil von dieser Datenspende-App. Genau, also von dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, also ich habe es mal gerade rausgesucht im Dokument, da steht ja, also wir sind bei dieser Datenspenden-App, ne? Der Server des RKI erhält direkten Zugang auf den Server der Fitness-Tracker-Anbieter oder bei Google Fit, das ist ja das, was du gesagt hattest. Und der Zugriff auf nicht pseudonymisierte und historische Fitnessdaten. Und also, dass man sich das auch vorstellen kann, was es bedeutet. Wenn die Daten abgezogen werden, dann weiß man, dass die Daten von dir sind. Ja, und das heißt, auf dem Server von der Firma oder wer auch immer sich die Daten dann holt, liegen quasi deine Daten. Und ab dann sind die Daten, hast du die auch nicht mehr in der Hand. Und das ist ja das, was der CCC da auch am meisten kritisiert hatte. Genau. Und es wird dann immer noch erschreckender, selbst wenn du das Ding einfach löscht. Wenn du das löscht, dann ist deine einzige Möglichkeit weg, wie du das wieder beenden kannst. Also von Seiten der App. Also du kannst natürlich noch zu deinem Datenanbieter, was weiß ich, Google Fit gehen und kannst dann dort diesen Account ändern und sperren, den du da benutzt für diese App, beziehungsweise für diesen RKI-Server. Aber die App selber, also wenn du die einfach deinstallierst auf deinem Telefon, dann bedeutet das nicht, dass die Daten nicht mehr fließen. Also was jetzt hier, das ist das, was ich meinte, deswegen habe ich jetzt so auf Apple abgestellt, gerade in der Erklärung, ist tatsächlich so, dass es bei Apple halt anders ausschaut. Also bei Apple liegen keine Daten auf irgendwelchen Servern, die Health-Daten sind, die nicht verschlüsselt sind und da kann man gar nicht von anderen Servern drauf zugreifen, sondern es geht immer nur über das Telefon und auch immer nur Einzelfreigabe pro Datenquelle, also pro Datentyp. Also das heißt, du hast auch maximal, also von den von deinem Apple-Gerät auch maximal nur die Daten, die auf dem Gerät auch selbst liegen. Ich glaube, deswegen, ich versuche da gerade runter zu scrollen, weil ich bin noch über einen Punkt gestolpert. Und wenn du es bei Apple deinstallierst, ist auch tatsächlich dann diese Übermittlung weg. Wenn du dann die App auf... Dann ist die weg, genau. Dann ist die weg, also die Apple Health-Daten fließen dann nicht mehr ab. Das wollte ich damit sagen. Und aber alle anderen dann schon, wenn du V-Things oder so benutzt. Den einen Punkt rauszufinden, wo es um das... Revoken ging, beziehungsweise um das Renewen von dem Zugriffstoken. Also das eine... Ja, das machen die mit deinem Passwort. Das machen die selber. So habe ich das genau verstanden. Genau, und da kann man mal kurz reinschauen. Also ich kann es nur mal grob erklären, was da passiert. Also ein Punkt, was da noch drin ist, also der CCC hat es geschafft, bei diesem eine Man-in-the-Middle-Attacke von dieser App auszuführen. Das heißt, in dem Moment, wenn du auf Allow gedrückt hattest, also dass du den Zugriff erteilst, bist du im Prinzip auf einer Webseite vom CCC rausgekommen. Mhm. Oder haben die da was eingeblendet? Ne? Das ist diese eine Geschichte, die sie hatten.
Und jetzt suche ich nochmal, war das der Teil? Der State-Parameter war es nicht. Also man kennt das da bestimmt. Ich kann Also ja ist es so lange, such du mal, ich erkläre mal Man in the Middle genau, ich Attacke. suche mal, erklär mal die Man in the Middle Man Attacke, in die the da Middle drin Attacke, ist, das genau. funktioniert, sollte man sich so vorstellen. Also ich kommuniziere jetzt gerade mit dem Andreas. Und jetzt stelle man sich vor, zwischen uns ist ja das Internet und aktuell läuft diese Verbindung über eine verschlüsselte Verbindung. Jetzt stellen wir uns mal vor, also wir beide verschlüsseln das mit, ja, deswegen heißt das Verschlüsselung, mit Schlüsseln. Und wenn ich jetzt nicht genau weiß, welchen Schlüssel der Andreas verwendet, dann muss ich ja quasi den nehmen, den ich jetzt gerade habe, den er mir sagt. Wenn jetzt jemand anderes zwischen uns steht, den ich nicht sehe, der mir einfach einen anderen Schlüssel gibt, nämlich einen, den er selber bestimmt hat, dann kann der sich zwischen unsere Kommunikation dazwischen schalten. Das heißt, für den Andreas sieht das so aus, als spricht er direkt mit mir. Für mich sieht es so aus, als spreche ich direkt mit dem Andreas. Aber eigentlich sprechen wir über einen Dritten, einen Mann in der Mitte, miteinander. Und der hat sozusagen, ja, insgesamt vier Schlüssel. Ein Schlüssel, zwei Schlüssel, also einen Sendeschlüssel, einen Empfangsschlüssel für die Kommunikation mit dem Andreas und das gleiche für mich. Und wir beide, der Andreas und ich, wir haben ja eben dann nur die Schlüssel mit diesem Mann in der Mitte. Und wenn wir jetzt nicht prüfen, welche Schlüssel das jetzt alles sind, ob das wirklich der vom Andreas ist, dann wissen wir nicht, ob es nicht einen Mann in der Mitte geben könnte. Und das ist jetzt der Punkt, wo diese Datenspende-App reingefallen ist. In dem Moment, wo die sozusagen eine verschlüsselte Kommunikation aufbauen will, vertraut die einfach dem Schlüssel, der da quasi über die Leitung kommt. Die prüft den nicht nochmal mit einer ja, vertrauenswürdigen Quelle, ob dieser Schlüssel, den sie da präsentiert bekommt, ob das auch wirklich einer vom RKI ist oder ob das einfach irgendein erfundener Schlüssel ist. Und so war es dem CCC dann eben möglich, einen Schlüssel zu erfinden und dieser Applikation unterzujubeln, dieser Datenspende-App. Und man kann sich ja überlegen, warum ist das jetzt überhaupt blöd? Dieser Mann in der Mitte, der kann zwei Sachen. Der kann einmal mithören. Der kriegt die Daten ja unverschlüsselt. Ja, der hat eine verschlüsselte Kommunikation zwar mit dem Andreas jetzt stehen und mit mir, aber er in der Mitte packt ja die Daten jedes Mal wieder aus und verschlüsselt sie neu für den Andreas jeweils oder für mich jeweils mit anderen Schlüsseln. Und Ziel der Übung ist ja dann am Ende, das sind so Sachen, die sind übrigens, merke ich gerade, wirklich besser mit Bildern dargestellt, erklärt. Und der kann, wie gesagt, mitlesen zum allerersten Mal und er kann auch Daten verändern. Weil viele Übertragungsprotokolle vertrauen darauf, in dem Moment, wo eine Verschlüsselung stattfindet, ist das auch eine Integritätsprüfung dabei. Also verwenden sozusagen den verschlüsselten Zustand als Qualitätskriterium, das ist jetzt eine unveränderte Datenübertragung. Weil wenn man da an den Daten was verändern würde auf dem Transportweg, dann würde die Verschlüsselung ja sozusagen Alarm schlagen, mathematisch, würde dann eben nicht mehr entschlüsseln können. Und weil dieses funktioniert, setzen viele Apps auch einfach voraus, das ist quasi ihr Integritätsschutz, ihr ja, Datensicherung, dass die Daten auch eben auf dem Transportweg fehlerfrei übertragen wurden. Und wenn so ein Mann in der Mitte es schafft, diese Schlüsselaustausch, Limbo zu machen, dann, kann er auch die Daten verändern, ohne dass beide Parteien das merken werden. Es ist zum Beispiel bei Passwort-Diebstählen oder wenn man jetzt Banküberweisungen zum Beispiel macht, ist das auch besonders gefährlich, weil da üblicherweise, welche Zahlen werden da verändert? Da wird dann die Empfänger, Bankleitzahl und Kontonummer verändert und der Betrag. Und man denkt, man hat jetzt eine 10-Euro-Überweisung getätigt an die Oma Erna und in Wirklichkeit hat der, ja, der Scammer in weiß der Teufel wo, hat in Schwaben wahrscheinlich, nee, keine Ahnung, hat das Geld, hat einen viel höheren Betrag als 10 Euro, 1000 Euro bekommen und man kann das dann halt nicht sehen, weil da bei der Bank kommt dann halt wirklich glaubwürdig an, ja, das ist schon okay, mit sogar dem Token, weil das muss ja stimmen, wir haben es ja verschlüsselt übertragen. Also die Lehre aus der Sache ist, es reicht halt nicht, eine verschlüsselte Verbindung aufzubauen, man muss auch noch prüfen, ob die Schlüssel passen.
ob das die richtigen sind, ob die die richtigen Markierungen haben, ob die vom richtigen Hersteller sind und so weiter. Genau. Ich habe übrigens jetzt den tatsächlichen Punkt gefunden, das war 352, vertrauliche Daten im Cache. Und das fand ich noch bemerkenswert, weil da denkt man, glaube ich, gar nicht dran, was auch oft Entwickler dann vergessen. Und zwar geht es im Prinzip darum, dass bei der Authentifizierung an den Servern kannst du einen Parameter, jeder kennt das von Cookies bei Webseiten, wo du im Prinzip angibst, wie lange du angemeldet bleiben möchtest. Ja, also meldest dich bei einer Webseite an, machst so ein Häkchen und sagst, ich möchte angemeldet bleiben. Und das merkt sich eben der Browser dann in einem Cookie, was du da eingestellt hattest. Und da ist es eben so bei dieser App gewesen, dass sie bei dieser Authentifizierung den State-Parameter so setzt, dass der nicht abläuft. Das heißt, wenn du auf deinem Telefon einmal angemeldet warst, dann bleibst du angemeldet und das bleibt gültig. Und wenn dann du zum Beispiel dein Telefon verlierst, ich glaube, die hatten das in einem schönen Satz auch nochmal dann, ein Angreifer mit direktem Zugang zum Smartphone des Datenspenders, ja, beispielsweise nach dem Diebstahl oder Verlust, kann mit diesen Session-Cookies auf das Google-Konto des Anwenders zugreifen. Und zwar dauerhaft, da beim Login die Option angemeldet bleiben vorausgewählt ist. Mhm. Ja, und da gibt es eben Möglichkeiten, dass man sagt, nach einem bestimmten Zeitraum muss sowas renewed werden. Also man kennt das. Das ist so eine Geschichte, die viele Anwender durchaus nervt, ne, weil Security geht ja immer auch mit so einem gewissen Nervheitsfaktor mit ein. Wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest angemeldet bleiben und aus irgendeinem Grund ist nach 30 Tagen, musst du dich wieder neu authentifizieren. Also Passwort oder bei einer Zwei-Faktor-Authentifizierung musst du den zweiten Faktor noch eingeben. Es gibt aber zum Beispiel auch inzwischen viele Plattformen, die eben sagen, du bleibst maximal 30 Tage angemeldet. Mhm. Und da wird eben genau das gesagt, dass diese Anmeldung nach 30 Tagen invalidiert wird und du gezwungen bist, nochmal dich zu authentifizieren. Gerade wenn sowas passieren würde, ne? Mhm. Dass du eben dein Passwort nochmal eingeben musst nach einer gewissen Zeit. Das ist also die Alternative zu, du musst dein Passwort ändern. Ja? Einfach, dass du dich neu anmelden musst an der Ecke. Also, und das war ja da anscheinend auch nicht so, sondern wenn du einmal angemeldet warst, dann ist das wirklich angemeldet geblieben und dadurch bist du dann auch auf das also in dem Fall war es dein Google-Konto, ne? drauf gekommen. Mhm. So, jetzt haben wir natürlich, möglicherweise hat ein Hörer diese App ja noch installiert. Und die ist doch bestimmt gerade irgendwie, also mir würde da jetzt ein Unwohlsein aufsteigen. Genau, also ich würde es an der Stelle ja auch nicht empfehlen, die jetzt einfach zu löschen, ne? Sondern, also ganz wichtig ist, es gibt da drin eine Löschfunktion, wo man quasi auch sagt, serverseitig soll das ja mal gelöscht werden. Das ist so der erste Punkt. Was man unbedingt machen sollte. Also nicht nur die App wegwerfen. Genau, und es gibt tatsächlich, also einfach für die Leute, die jetzt die App dann doch schon ganz reflexartig, als wir angefangen haben zu erzählen, weggeworfen haben, ja. Da gibt es dann doch noch eine Möglichkeit. Also das muss man dann bei dem jeweiligen Anbieter dann machen, sich da einloggen. Und da lohnt es sich dann zum Beispiel bei Google in die Google-Account-Einstellung zu gehen. Da gibt es einen Security-Tab und darunter gibt es eine Liste mit Applikationen, die Zugriff auf den Account haben. Das sind dann auch nur solche Web-Applikationen und da ist dann diese RKI-App dann auch mit dabei. Und da kann man die anklicken und kann die auch explizit rauswerfen. Kann auch sagen, so, jetzt nicht mehr. Und das ist an der Stelle dann auch das, was man da tun müsste, wenn man die App schon weggeschmissen hat. Ja. Dann muss man dann da den Access revoken, kann man dann einfach einmal klicken und dann sind diese ganzen Keys weggeworfen und die App wäre dann an dem Fall nicht mehr, oder dieser Server vom RKI wäre jetzt in dem Fall nicht mehr in der Lage, da auf die Daten zuzugreifen. Genau. Exakt. Also an sich, ne, also das soll jetzt auch kein Bashing auf dem RKI oder dieser App oder der Entwicklung an sich sein, sondern es ist halt ein unheimlich schöner Use Case, wo man mal sieht, was alles bei so einer App-Entwicklung schief gehen kann. Ne? Und das ist eine App, die ja tatsächlich im Fokus stand, auch in der Öffentlichkeit. Da möchte man vielleicht gar nicht wissen, was an anderen Stellen passiert. Das muss ja noch nicht mal mutwillig sein. Ne? Das sind viele Dinge, die unterlaufen dir, weil du vielleicht als Entwickler gar nicht die Konsequenzen von den Einstellungen kennst. Das ist auch immer das, was ich im Studium predige, ne? Dieses Know Your Tools. Ne? Versteht die Einstellungen, versteht die Parameter, die ihr da macht. Kopiert bitte nicht einfach was von Stack Overflow, nur weil es funktioniert.
Lest euch die Doku durch, macht Gegentests, versteht wirklich, was ihr da macht. So von Entwicklerseite, auf der anderen Seite natürlich von Anwenderseite, dieses, dass man dem einfach mal vertraut, ne, was so eine App macht. Und ja, wir installieren ja alle wahrscheinlich Dinge, die man dann kurz danach bereut. Weil nicht jeder geht dann immer hin und setzt sich eine virtuelle Maschine auf, um sowas zu machen. Da können wir übrigens auch mal durchsprechen, wie das unter Windows geht, weil du kannst da bestimmte Dinge in Windows in einem Sandbox-Modus installieren, um zu gucken, was das erstmal macht. Ja, das würde mich auch mal interessieren, weil ich weiß das tatsächlich auch nicht. Genau, ich würde das mal vorbereiten und durchtesten und dann da kann man das vielleicht auch mal durchsprechen. Aber ich finde es wirklich eine sehr schöne also Case Study im Prinzip, wenn man sich das mal anschauen möchte, was da so passieren kann. Und es zeigt halt diese ganzen Lücken, die es da geben kann. Und ich finde auch dieses Dokument vom RKI, obwohl diese Punkte, die aufgeschrieben sind, immer sehr technisch, detailliert auch beschrieben sind, ich finde diese Hinweise, die es gibt, die sind nochmal sehr gut zusammengefasst, auch für jemanden, der technisch da nicht so drin steckt. Also das Dokument kann man sich durchaus durchlesen. Und ich war wirklich positiv überrascht, wie schnell die das auch rausgebracht hatten, ne, an der Stelle. Ja. Du hattest gerade, ich habe gerade noch gesehen, du hattest die Webseite von Bruce Schneier noch auf. Ja. Ja, genau. Also ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich die App nicht installiert habe, diese Tracing, Contract Tracing App. Und tatsächlich, das hat ja auch Gründe. Und der Grund, den ich dahinter habe, ist einfach, dass ich die Wirksamkeit einfach in Frage stelle. Nicht der App. Ich finde die App tatsächlich auch offensichtlich von dem, was ich weiß und was ich auch im Quelltext mir angeschaut habe, tatsächlich sehr, sehr gut umgesetzt. Und auch Privatsphäre im Vordergrund, habe ich ja vorhin schon gesagt. Aber ich bin mir nicht klar, was denn dann passiert, wenn man da irgendeine Anzeige hat. Okay. Also was soll denn dann passieren? Okay, da kann ich dir tatsächlich helfen und kann dir das auch sagen, weil es sind ein paar Aspekte in dieser App, die glaube ich, und deswegen ist es vielleicht nochmal ganz interessant, dass wir das kurz durchsprechen, die vielen gar nicht bewusst sind. Also was der Bruce Schneier da sagt, das ist auch einer meiner Kritikpunkte, also die Wirksamkeit von der App. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, okay, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, so als ITler, ich weiß ein bisschen, wie Bluetooth funktioniert und zum Beispiel, jetzt ist es so, diese App tauscht halt diese Schlüssel wohl nur alle 5 Minuten aus. Das heißt, wenn ich an der Supermarktkasse stehe und, also ich nehme jetzt mal so ein paar Beispiele, ne? Ich stehe an der Supermarktkasse, der nebendran oder hinter mir steht, der niest mich an und ich bekomme so eine komplette Ladung ab, dann weiß das Telefon gar nicht, dass der vielleicht mich, also A weiß er eh nicht, ob er mich angeniest hat und zweitens verpasst diese App wahrscheinlich auch diesen Kontakt, wenn das schnell genug war. Das ist so eine Variante, ne? Das heißt, das bekomme ich nicht mit. Ich sage jetzt mal, in der Ist-Situation hat es sich erstmal nicht verschlechtert. Vielleicht habe ich aber trotzdem das Glück, dass es im Supermarkt den Austausch mit den Schlüsseln gab. Das ist so, vielleicht ist da eine gewisse Wahrscheinlichkeit da. Natürlich, wenn er 5 Minuten vorher da war und ich bin durch ist auch dieses Thema Aerosol da immer mit im Gespräch durchgelaufen, das bekomme ich wieder nicht mit. Also, das habe ich alles nicht, als gegeben genommen. Ne? Das stelle ich gar nicht genau, in Frage, also, das meine ich gar nicht mit genau Wirksamkeit. Genau, das ist das eine. Das andere, wo ich sage, was natürlich ist, ich stehe an der Ampel, neben mir steht ein Auto, dem sein Handy, also die tauschen die Schlüssel aus und der ist krank und bekommt auch wird auch als positiv diagnostiziert. Und dann bekäme ich die Meldung, dass ich mit jemand zusammen war. Das ist natürlich ein Kacke, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, ne? Weil wir waren durch 2 Autos getrennt. Mhm. Und das versteht die App auch nicht. Also warum? Ich habe mich in meiner Dissertation mit Location Awareness von Anwendungen und Geräten beschäftigt und kenne die Problematiken, dass ein Gerät versteht, wo es gerade ist und was um dich drumherum ist. Ja? Also wir hatten damals auch ein mathematisches Modell entwickelt, wie man das vorhersagen kann, wenn sich zum Beispiel Geräte durch Räume bewegen. Und das weiß das Gerät einfach nicht. Das weiß einfach nur, im Umkreis von 10 Metern oder 8 Metern war da jemand. Und auch wenn es mein Nachbar ist, ne? Also das ist 10 Meter oder noch weniger, das sind 5 Meter plus 2 Wandstärken. Also potenziell kann ich den Bluetooth von seinem Gerät bei mir in der Wohnung empfangen oder im Haus empfangen. Und wenn das bei dem jetzt wäre, ja, und dann, ich weiß ja auch nie, wer da krank war, würde ich die Meldung bekommen. Mhm. Und das sind so im Prinzip die Punkte, die der Bruce Schneier da anspricht. Und aus meiner persönlichen Sicht ist das auch alles berechtigt. Was aber jetzt an dieser App plötzlich Sinn macht, ist Folgendes.
Wenn dieser Fall auftreten sollte, dass ich, also A, ich muss es nicht machen, das ist eine Empfehlung vom RKI. Ne? Das heißt, wenn da jetzt plötzlich hochploppen würde, hey, da besteht das Risiko, dass ich mit jemand in Kontakt war oder der sich in der Nähe befunden hat. Also das eine ist, was die App mir sagt, da ist ein Risiko. Ne? Da wurde jetzt gerade oder vor ein paar Minuten oder vor einer Stunde jemand diagnostiziert und ich habe dieses Risiko, dass ich bei ihm in der Nähe war. Also das eine ist, was du mit Telefonieren Stand heute nicht hinbekommst, dieses Nachverfolgen, dass da potenziell was war. Ja? Und jetzt kommt das Spannende. Wenn die App dich stuft als du hattest potenziell das Risiko und ich rufe beim Arzt an, bekomme ich auch diesen ollen Test. Das wird zum Beispiel nicht kommuniziert. Ne? Bisher war ja immer der Punkt, du brauchst diesen bestätigten Kontakt mit einem Erkrankten oder Infizierten oder einer infizierten Person. Und wenn die App dir das sagt, dass da potenziell das Risiko bestanden hat oder besteht, dann kann ich zum Arzt marschieren und mich testen lassen. Was steht das? Wo steht das? Ja. Wo steht das? Das ist genau mein Kritikpunkt. Mein Kritikpunkt ist, genau, dass nicht geklärt ist, was denn passiert, wenn. Es gibt kein Gesetz. Aber es steht tatsächlich in der App, dass du dann getestet wirst. Und das ist das ja vom RKI. Ein Gesetz gibt es da nicht, nee. Aber wenn du damit hinmarschierst, zum Arzt, bekommst du diesen ollen Test. Das ist das, wie ich den Text in der App verstanden habe. Und da glaube ich tatsächlich mal, an der Stelle glaube ich dem RKI. Okay, das ist aber das ist in der App ein bisschen zu spät tatsächlich. Ja, das gehört klar. Irgendwie. Ich finde, das wurde auch im Vorfeld sehr schlecht kommuniziert. Und dann natürlich, da muss man wieder ein bisschen, glaube ich, den wissenschaftlichen Aspekt verfolgen, ist ja dieses Cluster-Identifizieren. Also du hast wirklich jemand, der sehr früh jemand... Wie sollen sie das denn machen? Die haben die Daten doch nicht davon. Du brauchst dafür diese Durchdringung von der App. Ne? Ich meine für den wissenschaftlichen Teil. Du hast die Daten als Wissenschaftler ja gar nicht. Nee, nicht die Daten. Ich habe Folgendes gemeint. Entschuldigung, ich war noch nicht fertig. Wenn man die Verbreitung von diesem Virus sich anschaut, ist da aktueller Wissensstand, dass ja diese Infektion vor den Symptomen stattfindet. Und wenn du den aktuellen Meldeketten folgst, dauert es zu lange, bis du die Leute erwischt. Also du hast wohl bei dieser, ich kenne die Fachbegriffe nicht, aber bei dieser Infektionszeit und Lebenszeit pro Generation von diesem Virus, bist du da durchtelefoniert hast und die Kontakte identifiziert hast oder potenzielle Kontakte, haben die schon wieder jemand angesteckt. Und das geht mit der App schneller. Na, vorausgesetzt, du hast die halt installiert. Das ist die Idee dahinter. Und die scheint auch Sinn zu machen. Jetzt passiert aber Folgendes. Und das ist der Punkt, was der Bruce Schneier auch spricht, False Positives. Also der erwischt viel mehr Menschen, ne? Wo du sagst, hey, die haben das. Mhm. Und da wird jetzt aber, glaube ich, ganz spannend, wie es Japan macht. Weil ne, du warst ja auch in Japan und wir hatten im Vorfeld ja schon gesprochen, als das Ganze angefangen hatte, dass die eigentlich relativ entspannt sind. Mhm. Und es kam ja nach und nach erst raus, dass die Japaner ja wohl sehr konsequent und sehr gut sind, wenn da ein Fall war, wurde halt rigoros abgeriegelt, also was ist abgeriegelt, wurden die halt alle erstmal großflächig unter Quarantäne gestellt, ne? Weiß ich nicht, ne? Die Spielhalle, alle, die da drin waren, also soweit man halt, ja. Vielleicht die Mitglieder vom Fitnessclub. Und deswegen konnten die das am Anfang auch so gut eindämmen. Und inzwischen ist man sich ja ziemlich sicher, von der wissenschaftlichen Seite, dass genau das die Maßnahme ist, die ja was bringt. Und da würde uns ja so eine App helfen. Ne? Und da macht das durchaus dann Sinn. Den Sprung habe ich jetzt nicht verstanden. Den kann ich nicht mitmachen. Die hatten keine App. Nee, die hatten keine App, aber die haben organisatorisch... Weil wir das organisatorisch nicht so umsetzen, wie es eben in Japan gemacht wird. Und meines Verständnisses nach, weil du in Japan, und das glaube ich, hatten wir auch mal angesprochen, eine andere Mentalität hast. Wenn da gesagt wurde, hey, ihr wart da in dem Fitnessstudio und ihr kommt jetzt alle unter Quarantäne, das ist jetzt mein Verständnis, was ich aus den Medien gelesen oder aus den Berichten gelesen hatte, dann haben die Leute das auch gemacht. Also es gab bis heute keine einzige Ausgangssperre in Japan. Genau, weil nicht es gibt eine Empfehlung. Es gab immer nur Empfehlungen. Es ist alles freiwillig. Du musst auch keine Maskenpflicht, gibt es in Japan auch nicht. Du musst keine Maske tragen. Und was passiert aber, wenn jemand bei denen identifiziert wurde als krank und mit seinen Kontakten? Das wissen wir jetzt gerade nicht. Ne? Und meines Verständnisses nach wurden da zum Beispiel die Kontakte sehr schnell unter Quarantäne gestellt. Und zwar schneller, als es bei uns passiert. Mhm. Weil man da wohl nicht auf die Tests gewartet hat. Wie gesagt, ich kann mich da jetzt irren, aber das ist das, was ich aus den Medien oder Artikeln verstanden habe. Dass man dann großflächig diese Cluster, also die Kontakte, unter Quarantäne gestellt hat. Mhm.
Für so einen bestimmten richtig, Zeitraum, ich weiß, ne? Ja, so richtig kann ich noch nicht, macht es noch keinen Klack im Kopf bei mir, weil ich verstehe nicht, wieso der Unterschied ist. Ich habe die große Angst und Furcht, ich meine, du kennst den Satz bestimmt, man kann soziale Probleme nicht durch technische Lösungen lösen. Ja, ja, absolut. Ich habe ein bisschen die Sorge, und ich sehe das auch, und das ist auch in deiner Argumentation ein bisschen drin, dass wir dieses soziale Problem der anderen Mentalität und des gegenseitigen Rücksichtnahme und dann auch dann dieses nachverfolgen können. Weil die haben das ohne App, die haben das ohne Protokollierung, die haben das ohne Massenüberwachung. Ja, ja, trotzdem genau, hat das geklappt. Und wir brauchen jetzt wirklich technische Hilfsmittel. Warum eigentlich? Also ich glaube, in die App wird viel, und das ist auch eines der Gründe, ich finde das gefährlich, dass zu viel in diese App rein gehofft wird. Das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Aspekte. Der eine Aspekt steht ja auch in der App in dem Text drin. Ne? Also sie hilft ja nicht, dass du dich nicht infizierst. Ne? Das ist das eine. Ja, ja. Was aber, glaube ich, bei unserer Mentalität genau passiert, weil erleben wir wahrscheinlich alle im Supermarkt. Ne? Kaum hatten die Menschen Masken auf, dann haben sie den Abstand nicht mehr eingehalten. Das war so meine, also viele, ne? Das war so meine Erfahrung dann. Ne? Mund-Nasenschutz, ganz klar, man lässt halt nur als Spuckschutz über den Mund hängen, aber die Nase ist egal. So ein Quatsch. Das ist so das andere. Ne? Oder der Klassiker, ne? Mich juckt es an der Nase, ich ziehe es runter, popel in der Nase und stecke mir die Maske wieder drauf. Ne? Funktioniert top, ja. Da macht die App nichts. Ja, ja. Da macht die nichts, genau. Aber wo die eben was macht, oder andersrum, glaube ich, muss man noch verstehen, wenn du stand bisher bei uns einen Fall identifiziert hattest, dann haben ja die Gesundheitsämter ja erstmal nachverfolgt. Ja? Das heißt, die haben geschaut, mit wem warst du in Kontakt, dann wurden die halt unter Quarantäne gestellt und dann wurde getestet. Oder du wurdest erstmal getestet. Und wie gesagt, mein Verständnis nach war, dass wenn du in Japan einen Fall hattest, ja, dass dann großflächig die Menschen, die da mit der Person in Kontakt waren, unter Quarantäne gestellt wurden, und zwar ohne große Diskussion, und die Menschen das auch gemacht haben. Und dann bist du durchaus bei der Mentalität. Ja, ja. Ich kann das so nicht bestätigen, dass das so großflächig passiert ist. Ne? Ich leite das jetzt auch vor allem daraus ab. Schau mal an, wie viel in Japan getestet worden sind oder getestet werden, die Tests pro Tag. Das ist verschwindend verglichen mit dem, was wir in Deutschland haben. Das ist aber genau das, was ich meine, weil die nicht gesagt haben, du musst getestet werden, sondern die haben gesagt, wenn du so einen Fall hattest, dann werden halt alle drumherum erstmal gebeten, ne, ich nenne das jetzt mal so, dass sie doch bitte 2 Wochen zu Hause bleiben. Und die haben das halt auch gemacht. Und die werden aber auch nicht mehr nachgetestet. Da wird, ne, so wie ich das verstanden habe, wurden die halt erstmal in Quarantäne geschickt. Und die haben das dann halt auch erstmal eine Runde mitgemacht. Und damit hast du diese Herde, die da erstmal entstehen können, präventiv sehr schnell eingedämmt. Weil diese Testerei halt, das ist, was so lange dauert. Ne? So hatte ich das ja entsprechend verstanden. Und deswegen hatte Japan ja auch diese erstaunlich guten Zahlen, auch es ist runtergegangen von Anfang an bei denen. Ne? Und das ist eine dieser Erklärungen, warum das wohl bei denen recht gut funktioniert. Mhm. Ja? Wie auch immer, ich bin mal gespannt. Also für mich wird es ja nochmal spannend, also auch gerade mit der App, wo ich jetzt sage, warum habe ich die installiert? Ich will mir mal schauen, was jetzt passiert. Ich habe Klausuren, das heißt, ich werde jetzt demnächst mit über mehrere Tage mit 100 Leuten über einen langen Zeitraum in einem Klassenraum sein, also öfters mal. Ne? Mhm. Also es sind jetzt nicht 100 in einem Raum, aber es sind mehrere Klausuren. Wir haben unheimlich große, sag ich mal, eine Handreichung, eine Empfehlung oder wie man das quasi durchführt, welche Hygienevorschriften, Abstände, Masken und. Also ne, das steckt da alles drin. Aber auch da ist jetzt diese App nicht schlecht, weil das sind die einzigen Dinge, wo ich jetzt unter größeren Menschenmengen bin. Wenn da eben dann in einer Woche oder in zwei, wenn so ein Termin ist, der Hinweis kommt, dann, jetzt kommt genau der Punkt, dann kann ich ja sagen, okay, man weiß es nicht, aber ich bleibe dann halt mal 2 Wochen daheim. Ne? Das ist eine Luxusposition. Weißt du, was ich meine? Also das ist eine Luxusposition. Ja, ja. Mein Problem ist, dass die Menge der Menschen möglicherweise diese Luxusposition nicht hat. Ich gehe davon aus, dass das so ist. Die haben die App, okay? Da steht dann da, sie sollten jetzt eigentlich. Und wenn du dir die Corona-Webseite anguckst, da steht halt da, ja, also dann sprechen Sie mal. Also steht tatsächlich auf der Bundesregierungsseite, ich habe es jetzt auch geschaut. Was passiert denn, wenn? Ja, ja. Und die Sache ist halt die, wenn du,
Ja, wird mein Lohnfort gezahlt hier. Ja, kontaktieren Sie ärztliches Fachpersonal und klären Sie das Vorgehen ab. Da steht halt nicht, du kriegst einen Test. Weil Tests eigentlich das Problem sind. Wir können nicht jeden testen. Die Ressourcen reichen nicht dafür, offensichtlich, dass wir jeden mehrfach am Tag testen könnten. Das ist doch aber eigentlich das, was wir bräuchten. Aber weil das so ist, verlassen sich die Leute jetzt darauf. Okay, spinnen wir den Fall mal weiter, so wie das auch der Bruce Schneier sagt. Jetzt laufen die Leute draußen rum und sind mal einfach nicht so wie du in der Luxussituation, dass sie sagen können, naja, also ich bleibe jetzt mal zu Hause 2 Wochen. Oder das versteht mein Arbeitgeber schon, auch ohne Ansage vom Amt. Weil, nur weil du nicht positiv getestet wirst, also wenn die App anzeigt, pass mal jetzt auf, ja, du bist in Gefahr, das heißt nicht, dass du jetzt einen Test positiv bekommst, sondern das kann heißen, kannst eben noch nicht positiv getestet werden, du bist aber trotzdem nicht außer Gefahr. Die sind halt einfach fließende Übergänge. Also die Testzuverlässigkeit ist ja auch über die Zeit der Erkrankung unterschiedlich. Je nachdem auch, was für einen Test du machst. Hattest du ja vorhin selber gesagt, dass jetzt die Antikörpertest möglicherweise dann auch nach einer gewissen Zeit dann einfach überhaupt nicht mehr anschlagen. Und wenn ich jetzt überlege, da draußen laufen Leute rum, die bereiten Essen zu und die haben dann diese App und da laufen dann ganz viele Leute dran vorbei, was denken die sich denn? Die machen dann dieselben Argumente im Kopf, die du gerade gemacht hast, auch wenn sie es technisch vielleicht noch nicht so tief durchdringen wie du, die sagen sich, ach, so genau ist das ja gar nicht und da muss ich mir jetzt keinen und überhaupt müsste ich jetzt ja zu Hause bleiben und kein Geld verdienen. Nee, das mache ich nicht. Ich glaube, die Wirksamkeit ist einfach an der Stelle, was will ich sagen, ich finde die App toll. Ich fände sie wirksam, wenn es ein Gesetz gäbe, das mir ganz klipp und klar sagt, wenn die App sagt, du bist in Gefahr, dann bist du jetzt zu Hause, Punkt. Wir machen hier keinen Lockdown des gesamten Landes, sondern du bleibst dann 2 Wochen zu Hause und kriegst das bezahlt. Punkt. Genau, da gebe ich dir recht. Ich habe auch nochmal den Teil rausgesucht, was in der App auch direkt steht. Das ist wahrscheinlich auch hier auf der Seite. Da steht dann eben, wenn du eben diese Meldung bekommst, und das ist auch nur eine Empfehlung, dann sollst du dich mit medizinischem Fachpersonal oder einem Hausarzt oder dem ärztlichen Bereitschaftsdienst oder dem Gesundheitsamt in Kontakt aufnehmen und dann das weitere Vorgehen abstimmen. Genau. Ja, da steht nicht, ich krieg's garantiert einen Test. Weil das Erleben, was die Leute haben, ist halt genau das nicht. Du kriegst halt keinen Test. Ich kann nicht einfach jetzt hier auflaufen und sagen, so, ich brauche jetzt hier mal unbedingt einen Test. Keine Ahnung, habe ich noch nicht gemacht. Vielleicht ist das ja so. Vielleicht hat das ja jemand, der dazuhört, gemacht. Aber was will ich eigentlich sagen? Wir lösen das soziale Problem halt nicht, indem wir eine technische Lösung dahin pflanzen und die Leute dann alleine lassen mit dem, was passiert denn wenn. Und Bruce Schneier sagt ja nur, na, was ist denn im Falle, er zeigt an, du bist nicht in Gefahr, das gibt ja falsche Sicherheit. Und wenn sie anzeigt, du bist in Gefahr, dann gibt das möglicherweise Sorge und möglicherweise stumpft es die Leute ab. Und da hast du auch nichts mit gekonnt. Eine klare Ansage, wenn das Ding sagt, das, dann passiert das. Und zusätzlich finde ich es gefährlich, egal wie toll die App programmiert ist, im Grunde, wenn du die App aufmachst, so verstehe ich das, zeigt die einmal entweder grün oder rot. Ja? So sprichwörtlich. Ja. Niemand hindert heute jeden beliebiges Unternehmen, ein Kino zum Beispiel, daran, am Eingang, am Einlass, dir die App zeigen zu lassen. Niemand hindert einen Flugzeugunternehmen oder weiß der Teufel was daran, einen Supermarkt daran, das als Einlasskontrolle zu verwenden. Natürlich hat das nicht jeder, aber wenn du ein Telefon in der Hand hast und schon mit dem Ding in der Hand da aufläufst und du das nicht zeigen kannst, dann werden die dich, könnte ja sein, dass sie dich nicht reinlassen. Das ist nicht so, passiert heute nicht, aber es gibt auch nichts, was das verhindert. Genau, da gebe ich absolut recht, weil den Gedanken hatte ich auch mal die Tage dann durchgesponnen, wo ich mir überlegt hatte, was wäre denn jetzt plötzlich, wenn man, also ne, ich nehme mal meinen konkreten Fall, was wäre denn plötzlich, wenn man hingehen und sagen würde, du darfst da nicht rein, zum Beispiel in so eine Klausur, wenn du die App nicht grün hast, ja? Ja, also, soll ich mal ein anderes Beispiel machen? Ne, oder, was wäre denn, wenn du die App rot hast und das zeigt an, oh, es könnte sein, hast aber keinen Test machen können? Du hältst deine Klausur. Ja. Bleibst also nicht 2 Wochen zu Hause, sondern machst deine Klausur. Und du schreibst da ja auch drüber. Wir haben uns jetzt hier drüber unterhalten, meinetwegen. Du hast das irgendwo gepostet auf Instagram. So, was machen die Menschen ja heute? Ach, guck mal, meine App zeigt rot an. Und im Nachhinein ist jemand
krank, erkrankt jemand, der nachweisen kann, dass er ausschließlich mit dir zusammen in einem Raum war. Mhm. Was passiert dann? Also, verklagt er mich dann? Das geht sehr auch in diese Richtung von diesem, das war ja auch mal im Gespräch, dieser Ich-war-krank-Pass oder wie hieß das, ne? Wo man da gesagt hätte, das hat doch irgendjemand mal diese Idee gehabt, sobald du erkrankt warst, dass du dann einen Pass bekommen würdest, wo das dann drinsteht, dass du danach immun bist. Also der Impfpass. Das ist ja genau, ne? Wie auch immer, ne? Also nur nicht mal impfen, sondern halt dieser. Naja, im Impfpass ist es ja so, du bist immun gegen, genau, ja. Genau, also schlägt in die gleiche Kerbe rein, wo man sagt, weil das eben da jetzt drin steht, dann darfst du irgendwas nicht. Und dann hast du plötzlich halt auch so eine soziale Benachteiligung. Also ne, gebe ich dir absolut recht, das sind alles so Dinge, die spielen damit rein. Und die kann man lösen, also die wären ja sehr einfach zu lösen, indem du einfach ein Gesetz dazu packst zur App. Und also ich finde den Gedankengang von dir auch nochmal sehr spannend. Mir bringt ja plötzlich diese ganze Anonymität nichts, wenn ich genau, was du sagst, diesen roten, ne, ich bin krank Ding einmal poste. Und einer sagt, ja, aber ich war nur mit dir in der Straßenbahn gesessen, ne, weil er dich kennt oder mit dir im Raum. Ich habe doch gesehen, wie du da einmal irgendwie dich an der Nase gekratzt hast, als du das Ding aufhattest. Ja, also sehr, sehr spannend, was da noch alles passiert. Ja, also es ist halt, ja, das ist halt so eine Sache. Ich, prinzipiell total praktisch, aber ich glaube, da wird zu viel Hoffnung in eine technische Lösung gemacht, weil eigentlich, was wir wollen, ist ja, wie du es beschrieben hast, diese andere Herangehensweise an solche Probleme. Nämlich nicht, es ist keine technische Lösung notwendig, um so ein Problem zu lösen. Offensichtlich, denn Japan hat keine Tracing-App. Ja. Haben sie nicht gehabt und haben sie auch so hingekriegt. Das Einzige, was die gemacht haben, ist, und das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, in der Öffentlichkeit gemacht haben, also unabhängig von diesen Quarantäne-Sachen, die du sagst, sie haben tatsächlich diszipliniert alle Masken aufgesetzt. Ganz einfach. Von Anfang an. Und die hocken sich da sehr auf der Pelle in den Zügen und so weiter. Mhm. Und die sind zu Hause geblieben, als die Regierung gesagt hat, es wäre schon besser, ihr bleibt mal zu Hause. Also insofern ist das schon ja von der Mentalität tatsächlich was anderes. Kann man sich bestimmt vielleicht was abgucken. Aber es ist halt auch, ne, wenn wir in Deutschland sagen, wir haben das ja ganz gut, wir sind immer noch, wie viel, 500 am Tag Neuansteckung? Japan irgendwas um die Zahl war es. Japan hat etwa gleich viel Einwohner, die auch noch geballt enger aufeinander hocken als wir in Deutschland. 55 haben sie. Da kann man sich dann schon überlegen. Und die haben keine App. Da kann man sich dann schon überlegen, irgendwas machen wir in Deutschland dann doch noch nicht ganz richtig. Aber wenn wir nicht zu viel meckern, ich finde die App ja trotzdem super implementiert. Also ich hätte tatsächlich gerne für jede irgendwas mit, also auch die Software, die unsere Ämter und so weiter verwenden, die hätte ich gerne auf GitHub. Warum ist die da eigentlich nicht? Habe ich die nicht auch bezahlt als Bürger dieses Landes? Ja, vielleicht kommen wir mal irgendwo dahin, dass alles Mögliche, was quasi der, was man da bezahlt, auf GitHub landet. Ja. Naja, kennst du diesen Effekt? Hast du das jemals erlebt? Also ich habe das mal an einem Live-Beispiel erlebt. Wenn Software in-house entwickelt wird, das ist eine Sache. Wenn Software dann öffentlich gemacht werden soll, Open Source gestellt werden soll, dann ist das eine komplett andere Sache für Entwickler. Ja. Was die das Polieren angefangen haben plötzlich, als ich das mal gesagt hatte, wir wollen das Open Source machen. Ich hatte auch vor kurzem die Diskussion, da ging es darum, also konkret ein Forschungsprojekt, und da ging es darum, naja, das Projekt ist eigentlich fertig und von der Lizenz etc. könnte man eigentlich die App open sourcen, also auch wirklich so wie GitHub posten. Dann wurde ich gefragt, wie das geht, und ich sagte, ist ja eigentlich gar kein Problem etc. Und dann kam ein Kommentar, wo ich gedacht habe, krass, aber ich sage, ja, aber da muss man ja nochmal richtig Arbeit reinstecken, und so wie der Code momentan aussieht und auch wie das programmiert ist, möchte man das wirklich niemandem zeigen. Ja, das ist doch, eigentlich ist es ein gutes und ein schlechtes Zeichen gleichzeitig. Ja, ja. Das gute Zeichen, da hat jemand eine Berufsehre. Handwerkliche Qualitätsgefühl. Und ein schlechtes Zeichen, ja, bis jetzt ja nicht. Ja, und weißt du, was meine Antwort war? Ich habe gesagt, einfach machen. Wenn es die Lizenz zulässt und alle zustimmen, also da auch das mittragen, dann mach's doch einfach. Ja. Und das ist doch der Gedanke jetzt nur wieder von bei den Open Punkten Source vorhin, ne? Genau. Mach's doch einfach. Im schlimmsten Fall kommt gar kein Feedback. Exakt. Im besten Fall meldet sich jemand und zeigt dir, wie man es besser machen könnte. Und dann hängt es ja von dir davon ab, wie du damit umgehst. Ja, oder er macht es sogar selber, je nach Lizenz. Genau. Es geändert einen, macht einfach einer schöner. Na, also da ist einfach noch so, glaube ich, eine falsche Scheu.
dass man sowas einfach dann rausgibt und dann mal schaut, was passiert. Mhm. Ja, also es kann ja, also was soll denn Schlimmes passieren? Na, salopp ausgedrückt. Ja, eigentlich nichts. Es ist also völlig absurd, dass da irgendwas Schlimmes passieren kann, aus meiner Sicht. Aber naja. Genau. Aber damit haben wir einen schönen Bogen geschlossen, ne? fast geplant, ne? Zum Einfachmachen. Richtig. Da hätte ich gesagt, haben wir auch den Titel für die heutige Episode. Einfachmachen, das ist ein guter Titel. Einfachmachen. Dann werde ich jetzt noch einfach das Cover generieren. Und ich vermute dann fast, dass dann in Kürze vielleicht. Ja, wir hoffen, ich hoffe, dass wir Bilder, dass ich und der Rest der Zuhörer dann auch Bilder sieht von deinem Aufbau. Ich habe jetzt hier vorhin versucht, genau. Auf Instagram übrigens, ne? Ist dir bewusst, dass man da nicht drauf zugreifen kann? Ja, nur über die App, also nicht übers Web. Du kannst übers Web drauf zugreifen, wenn du dich anmeldest. Wenn ich jetzt hier instagram.com/aheil mache, dann muss ich mich anmelden. Das geht nicht ohne Anmeldung. Mhm. Krass. Ja, das mache ich natürlich nicht hier in dem Rechner, das ist ein Wegwerfrechner. Ja. Na gut, dann wünsche ich dir und deiner Familie noch ein schönes Wochenende. Jetzt, wo der Freitag ist. Und eine schöne Chat-Session nachher, ein schönes offenes Büro. Ja, dankeschön. Und vielleicht schaffen wir es ja dann in der Woche, die nächste Episode aufzunehmen. Ja, klar, warum nicht? Vielleicht habe ich da ja schon was zum Zeigen. Von dem Akkad. Und von gespannt. Bei dir ist die Erwartungshaltung natürlich jetzt hoch, dass es auf jeden Fall was zum Zeigen gibt. Auf jeden Fall. Na, Blogartikel wird wahrscheinlich bis dahin fertig sein. Naja, oder wir machen dann Live-Führung. Das können wir natürlich auch machen. Alles klar. Okay, Daniel. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.